Die Brüder Karamasow von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Sechstes Buch. Ein russischer Mönch. 1. Der Greis Sosima und seine Gäste. Als Aljoscha in schmerzhafter Erregung die Zelle des Greises betrat, blieb er vor Verwunderung fast stehen. Statt des heimgehenden, schon besinnungslosen Kranken, wer ihn zu finden fürchtete, erblickte er ihn plötzlich im Sessel sitzen, mit einem zwar vor Schwäche erschöpften, aber munteren und heiteren Gesichte, wie er von Gästen umgeben mit ihnen ein leises und lichtes Gespräch führte. Übrigens war er erst vor einer Viertelstunde aufgestanden. Die Gäste hatten sich schon vorher in seiner Zelle versammelt und warteten, bis er erwachen werde. Auf die feste Versicherung des Vaters Paisi, der Meister werde ohne Zweifel aufstehen, um sich noch einmal mit denen, die seinem Herzen lieb sind, zu unterhalten, wie er selber noch des Morgens verkündet und versprochen hatte. An dieses Versprechen, ja, und an jedes seiner Worte, glaubte Vater Paisi fest, so sehr, dass wenn er den Greis auch schon völlig ohne Besinnung und sogar ohne Atem erschaut hätte, aber sein Versprechen gehabt hätte, dass er noch einmal aufstehen und sich von ihm verabschieden werde, er dann vielleicht nicht einmal dem Tode selber glauben, vielmehr immer noch erwarten würde, dass der Sterbende erwachen und das Verheißene erfüllen werde. Am Morgen aber hatte ihm der Greis Sosima mit Bestimmtheit verkündet, bevor er in Schlaf verfiel: »Ich werde nicht eher sterben, als ich mich noch einmal erlabte an einem Gespräch mit euch, ihr Geliebten meines Herzens, bevor ich noch einmal auf eure lieben Gesichter hinschaute und noch einmal vor euch meine Seele ausströmte.« Die, welche sich zu diesem wahrscheinlich letzten Gespräche des Greises eingefunden hatten, waren seit langen Jahren seine allerergebensten Freunde. Ihrer waren vier: die Mönchspriester Vater Josef, Vater Paisi und der Mönchspriester Vater Michael, der Vorsteher der Einsiedelei, ein noch nicht sehr alter und bei weitem nicht so gelehrter Mann. Er war aus einfachem Stande hervorgegangen, aber sehr fest im Geiste, unerschütterlich und einfach gläubig, dabei seinem Aussehen nach rau, aber in seines Herzens Grunde erfüllt von tiefer Rührung, die er offenbar verbarg, ja, sich ihrer zu schämen schien. Der vierte Gast war ein schon ganz altes, einfaches Mönchlein aus ärmstem Bauernstande, Bruder Anfim. Der war sogar des Lesens und Schreibens nicht allzu kundig, ein schweigsamer und stiller Mann, der selten nur mit irgendwem sprach. Unter den Allerdemütigsten der Allerdemütigste sah er so aus, als ob er durch irgendetwas Erhabenes und Furchtbares auf ewig eingeschüchtert sei und sich sein Gesicht gar nicht wieder aufrichten könnte. Diesen, wie es schien, ewig zitternden Menschen liebte der Greis Sosima gar sehr und begegnete ihm während seines ganzen Lebens mit außerordentlicher Hochachtung, obgleich er vielleicht mit keinem seiner Bekannten während seines ganzen Lebens weniger Worte gewechselt hatte als mit ihm, ungeachtet dessen, dass er einstmals viele Jahre nur in seiner Begleitung auf Pilgerfahrten über das ganze heilige Russland hin zugebracht hatte. Es war dies freilich schon sehr lange her, an die 40 Jahre. Damals hatte der Greis Sosima eben erst seine Mönchslaufbahn in einem armen, wenig bekannten Kloster in Kostroma begonnen und bald darauf sich aufgemacht, Vater Anfim in seinen Wanderungen zu begleiten, die er unternahm, um Gaben zu sammeln für ihr armes Klösterchen in Kostroma. Alle, der Hausherr und die Gäste, befanden sich in dem zweiten Zimmer des Greises, wo sein Bett stand, einem Zimmer, das, wie schon weiter oben gesagt, sehr eng war, so dass alle vier, außer dem Novizen Porphyri, der stehend dort verweilte, nur mit Mühe um den Sessel des Greises Platz fanden auf Stühlen, die sie aus dem ersten Zimmer des Greises gebracht hatten. Es begann bereits zu dämmern. Das Zimmer war indes erhellt durch die Lämpchen und Wachslichter, die vor den heiligen Bildchen brannten. Als der Greis Aljoscha erblickte, der bei seinem Eintritt verlegen geworden war und in der Türe stand, lächelte er ihm freudig zu und streckte ihm die Hand entgegen. »Ich grüße dich, mein Sanfter. Ich grüße dich, mein Lieber. Da bist du denn auch gekommen.
und ich wusste, dass du kommen werdest. Aljoscha trat zu ihm heran, verneigte sich vor ihm bis zur Erde und brach in Weinen aus. Irgendetwas wollte sich aus seinem Herzen losreißen, seine Seele erzitterte, und er fühlte den Drang, laut aufzuschluchzen. »Was ist dir denn? Warte doch damit, mich zu beweinen«, sprach lächelnd der Greis, und er legte ihm seine rechte Hand aufs Haupt. »Siehst du, ich sitze ja hier und unterhalte mich. Vielleicht werde ich noch 20 Jahre leben.« »Wie mir gestern jene gute Liebe aus Vishigorja gewünschte, die das Mädchen Lisaveta auf den Arm trug. Sei eingedenk, Herr der Mutter und des Mädchens Lisaveta.« Er bekreuzte sich. »Porphyri, hast du ihre Gabe dahin gebracht, wohin ich's dir sagte?« Damit entsann er sich jener 60 Kopeken von gestern, die eine fröhliche Verehrerin von ihm gespendet hatte, damit man sie der gebe, die ärmer ist als ich. Solche Opfer werden nämlich dargebracht wie eine freiwillige Kirchenbuße, die man sich aus irgendeinem Grunde auferlegt und die man unbedingt mit solchem Gelde darbringt, das man durch eigene Hände Arbeit verdiente. Der Greis hatte Porphyri noch am gleichen Abend zu einer Kleinbürgerin unserer Stadt gesandt, die erst unlängst abgebrannt war, einer Witwe mit Kindern, die nach dem Brande betteln ging. Porphyri beeilte sich, mitzuteilen, dass die Sache schon erledigt sei und dass er, wie ihm befohlen war, im Namen einer unbekannten Wohltäterin das Geld abgegeben habe. »Steh doch auf, mein Lieber«, sprach der Greis dann zu Aljoscha. »Lass mich auf dich schauen. Warst du bei den Deinen und hast du deinen Bruder gesehen?« Aljoscha kam es seltsam vor, dass der Greis so bestimmt und unzweideutig nur nach einem von den Brüdern frage. »Aber nach welchem denn?« Das heißt also, gerade für diesen einen Bruder hatte ihn vielleicht von sich weggeschickt. Und das gestern wie heute. »Einen von den Brüdern habe ich gesehen«, antwortete Aljoscha. »Ich spreche von jenem, dem Ältesten, vor dem ich mich bis zur Erde verneigte. Den habe ich nur gestern gesehen, heute aber durchaus nicht finden können. Beeile dich, ihn zu finden. Geh morgen wiederum fort und spute dich, alles lass liegen und spute dich. Vielleicht kommst du noch gerade zur rechten Zeit, um etwas Furchtbares zu verhindern. Ich habe mich ja gestern verneigt vor seinem großen zukünftigen Leiden.« Er verstummte plötzlich und es war, als ob er sich in seine Gedanken vertiefte. Seine Worte waren seltsam. Vater Josef, der Zeuge des gestrigen Fußfalls des Greises, wechselte mit Vater Paisi rasche Blicke. Aljoscha konnte nicht an sich halten. »Mein Vater und Lehrer«, sprach er mit außerordentlicher Aufregung. »Allzu dunkel sind eure Worte. Was ist denn das für ein Leiden, das einer harrt?« »Sei nicht neugierig. Es offenbarte sich mir gestern etwas Furchtbares. Es war ganz so, als ob sein Blick gestern sein ganzes Schicksal zum Ausdruck brachte. Er tat gestern einmal einen solchen Blick, dass ich mich in meinem Herzen augenblicklich entsetzte über das, was dieser Mensch da für sich selber vorbereitet. Ein- oder zweimal nur in meinem ganzen Leben habe ich bei einem Menschen einen solchen Gesichtsausdruck wahrgenommen, der gleichsam das ganze Schicksal dieser Leute zum Ausdruck brachte. Und oh weh, ihr Schicksal ging auch in Erfüllung. Ich sandte dich zu ihm, Alexei, denn ich dachte, dass dein brüderlicher Anblick ihm helfen werde. Alles kommt aber vom Herrn, auch alle unsere Schicksale. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, so bleibt's allein. Wo es aber er stirbt, so bringet's viele Früchte. Sei dessen eingedenk. Dich aber, Alexei, habe ich vielmals in meinem Leben in Gedanken gesegnet wegen deines Anblicks. Wisse dies«, sprach der Greis mit sanftem Lächeln. »Ich denke über dich so. Du wirst diese Mauern verlassen, aber in der Welt wirst du sein wie ein Mönch. Viele Widersacher wirst du haben, aber auch selbst deine Widersacher werden dich lieben. Viel Unglück wird dir das Leben bringen, aber gerade um seinetwillen wirst du auch glücklich sein.
und das Leben segnen und andere veranlassen, es zu segnen, was das Allerwichtigste ist. Nun, jetzt weißt du, was für einer du bist. Meine Väter und meine Lehrer, wandte er sich gerührt lächelnd an seine Gäste. Niemals noch bis auf den heutigen Tag habe ich sogar ihm selber gesagt, weshalb meiner Seele der Anblick dieses Jünglings so lieb war. Jetzt erst will ich es sagen. Es war mir sein Anblick wie eine Erinnerung und wie eine Verheißung. Beim Morgenrot meiner Tage, als ich noch ein ganz kleines Kind war, hatte ich noch einen älteren Bruder, der als ein Jüngling, erst 17 Jahre alt, vor meinen Augen starb. Und nachher, im Verlaufe meines Lebens, überzeugte ich mich mehr und mehr, dass dieser mein Bruder in meinem Schicksal und wie eine Vorausbestimmung von oben war. Denn wäre er nicht in meinem Leben erschienen, wäre er überhaupt nicht erschienen. Dann hätte ich vielleicht niemals so gedacht. Ich hätte mich dann nicht dem Mönchsstande gewidmet und nicht diesen teuren Pfad beschritten. Jene erste Erscheinung ward mir noch in meiner Kindheit, und nunmehr, da mein Weg schon abwärts führt, trat mir gewissermaßen ihre Wiederholung vor Augen. Wunderbar ist es, Väter und Lehrer, dass, obgleich Alexei meinem verstorbenen Bruder nicht gar so sehr von Angesicht gleicht, vielmehr nur einigermaßen, er mir gleichwohl jenem derart geistig ähnelt, dass ich ihn oftmals geradewegs für diesen Jüngling gehalten habe. Für meinen Bruder, der am Ende meines Pfades auf geheimnisvolle Weise zu mir gekommen sei, um mich an irgendetwas zu erinnern und meinen Geist wach zu halten, so dass ich sogar erstaunte über mich selber, dass ich einen so seltsamen Gedanken zu hegen vermag. Hörst du das, Porphyrie? Wandte sich der Greis an den ihm dienten Novizen. Gar oftmals glaubte ich, auf deinem Gesicht Kummer zu lesen darüber, dass ich Alexei mehr liebe als dich. Jetzt weißt du, weshalb es so war. Aber auch dich liebe ich ja, wisse das, und oftmals war es mir leid, dass du betrübt warst. Euch aber, meine lieben Gäste, will ich jetzt von diesem, meinem jugendverstorbenen Bruder, erzählen. Denn es gab in meinem Leben keine Erscheinung, die mir teurer, mehr in die Zukunft weisend und rührender gewesen wäre als er. Mein Herz ist gerührt, und ich schaue in dieser Minute auf mein ganzes Leben hin, als ob ich es wieder von neuem erlebte. Hier muss ich bemerken, dass diese letzte Unterredung des Greises mit seinen Gästen, die ihn am letzten Tage seines Lebens besucht hatten, sich zum Teil in Niederschrift erhalten hat. Alexei Fjodorowitsch Karamasow schrieb sie nieder, einige Zeit nach dem Tode des Greises und zur Erinnerung an ihn. Ob aber diese Niederschrift durchaus die damalige Unterhaltung wiedergibt, oder ob Aljoscha auch frühere Unterhaltungen, die er mit seinem Lehrer gehabt hatte, einfügte, das kann ich nicht mehr entscheiden. Zudem aber wird in dieser Niederschrift die ganze Rede des Greises wie in einem Flusse geführt, gleich als ob er seinen Freunden sein Leben in der Art einer Erzählung wiedergegeben hätte, während zweifellos nach späteren Äußerungen zu schließen, die Sache ein wenig anders verlief. Es ward an jenem Abend ein allgemeines Gespräch geführt, und wenn auch die Gäste ihren Hausherrn nur wenig unterbrachen, so sprachen sie gleichwohl auch von sich aus, sich in das Gespräch einmischend. Und vielleicht erzählten und berichteten sie sogar auch von sich selber, ein und das andere. Zudem hätte ein solch ununterbrochener Fluss auch wohl deshalb nicht in dieser Erzählung sein können, weil der Greis bisweilen außer Atem kam, die Stimme verlor und sich zum Ausruhen auf sein Bett legen musste, wenn er auch nicht einschlief und die Gäste ihre Plätze nicht verließen. Ein- oder zweimal ward auch die Unterhaltung durch das Lesen des Evangeliums unterbrochen, und es las Vater Paisi. Bemerkenswert ist auch noch, dass gleichwohl keiner von den Gästen des Greises vermutete, dass er noch in dieser selben Nacht sterben werde. Und das umso weniger, als es ganz den Anschein hatte, als habe er in diesem letzten Abende seines Lebens, nachdem er tagsüber fest geschlafen hatte, neue Kraft gesammelt, die ihn aufrecht hielt während der ganzen Unterredung mit seinen Freunden.
Es war so, als ob eine letzte Rührung in ihm eine unglaubliche Belebung wachrief, indes nur auf kurze Zeit, denn sein Leben versiegte plötzlich. Davon aber später. Jetzt will ich nur noch bemerken, dass ich es vorzog, ohne auf irgendwelche Einzelheiten der Unterredung einzugehen, mich nur auf die Erzählung des Greises zu beschränken, eben nach der Aufzeichnung des Alexei Fjodorowitsch Karamasow. Es wird das kürzer sein, ja, und nicht so ermüdend, wenn auch natürlich, ich wiederhole es, Aljoscha mancherlei aus seinen früheren Gesprächen nahm und es mit seiner Schilderung verknüpfte. 2. Aus dem Leben des in Gott, in die Ewigkeit eingegangenen Einsiedlers und Klostergeistlichen des Greises Sosima, zusammengestellt nach seinen eigenen Worten von Alexei Fjodorowitsch Karamasow. Biografische Mitteilung. A. Von dem früh verstorbenen Bruder des Greises Sosima. Geliebte Väter und Lehrer, geboren ward ich in einem fernen, nördlichen Gouvernement, in der Stadt W. Mein Vater war von Adel, aber von keinem hervorragenden und nicht von hohem Rang. Er starb, als ich erst 2 Jahre alt war, und ich kann mich seiner überhaupt nicht entsinnen. Er hinterließ meinem Mütterchen ein nicht großes, hölzernes Haus und etwas Vermögen, nicht viel, aber immerhin ausreichend, um mit den Kindern sorgenfrei zu leben. Es waren deren aber nur 2, ich, Sinovi, und mein älterer Bruder Markel. Er war 8 Jahre älter als ich, von aufbrausendem und reizbarem Charakter, aber von Herzen gut. Kein Spötter und seltsam wortkarg, besonders zu Hause mit mir, der Mutter und den Dienstboten. Er lernte zwar gut im Gymnasium, trat aber seinen Kameraden nicht näher, wenn er auch mit ihnen nicht in Unfrieden lebte. So hat mir wenigstens mein Mütterchen erzählt. Ein halbes Jahr vor seinem Tode, er war schon 17 Jahre alt, pflegte er zu einem in der Stadt ganz für sich lebenden Menschen zu gehen, einer Art politischen Verbannten, der seines Freidenkertums wegen aus Moskau in unsere Stadt geschickt war. Es war aber dieser Verbannte nicht wenig gelehrt und ein bekannter Philosoph an der Universität. Aus irgendeinem Grunde hatte er Markel lieb gewonnen und begann ihn zu sich einzuladen. Bei ihm pflegte denn auch der Jüngling ganze Abende zuzubringen und das den ganzen Winter hindurch, bis man den Verbannten in den Staatsdienst zurückverlangte, nach Petersburg, auf seine eigene Bitte, denn er hatte Protektion. Es begannen die großen Fasten und Markel will auf einmal nicht fasten. Er schimpft und spottet darüber. Alles das, spricht er, ist ja nur Unsinn und es gibt ja gar keinen Gott. Damit erregte er das Entsetzen meiner Mutter und der Dienstboten, ja und auch meines, der ich noch so klein war. Denn wenn ich auch erst 9 Jahre alt war, so hatte ich mich gleichwohl sehr erschreckt, als ich diese Worte vernahm. Die Dienstboten, im ganzen 4, waren aber bei uns durchweg Leibeigene und sämtlich auf den Namen eines uns befreundeten Gutsbesitzers gekauft worden. Noch erinnere ich mich daran, wie mein Mütterchen von diesen 4 eine, die Köchin Afenja, die lahm und hochbetagt war, für 60 Rubel verkaufte und an ihrer Stelle eine Nicht-Leibeigene anstellte. Und da, in der 6. Fastenwoche, verschlimmert sich plötzlich der Gesundheitszustand meines Bruders. Er war nämlich von jeher nicht so recht gesund, brustkrank, von schwachem Körperbau und zur Schwindsucht neigend. Von Wuchs war er nicht klein, aber schmächtig und schwächlich. Sein Gesicht war dabei sehr wohlgebildet. Er hatte sich wohl erkältet. Der Arzt kam und teilte der Mutter in aller Heimlichkeit mit, dass es sich um galoppierende Schwindsucht handle und der Bruder das Frühjahr nicht überleben werde. Die Mutter begann zu weinen und dem Bruder in aller Vorsicht, mehr wohl deswegen, um ihn nicht zu erschrecken, zu bitten, er möchte zur Beichte gehen und das heilige Abendmahl nehmen, denn er lag damals noch nicht zu Bette. Als er dies hörte, ward er erst zornig und schalt auf den Tempel Gottes. Gleichwohl überlegte er es sich. Er hatte sofort erraten, dass er ernstlich krank sei, und dass auch eben deshalb die Mutter wünsche,
Er solle, solange er noch bei Kräften sei, zur Beichte gehen und das Abendmahl nehmen. Übrigens wusste er auch selber, dass er längst schon krank sei, und bereits ein Jahr vor dem hatte er einst bei Tisch mir und der Mutter kaltblütig erklärt: Es ist mir nicht bestimmt, auf der Welt bei euch zu wohnen, nicht ein Jahr werde ich mehr leben. Und da hatte er denn wirklich vorausgesagt. 3 Tage später brach die Karwoche an, und da ging mein Bruder vom Dienstag an zur Beichte. »Ich tue dies, Mütterchen, eigentlich nur für Sie, um Sie zu erfreuen und zu beruhigen«, sagte er ihr. Es weinte die Mutter aus Freude und wohl auch aus Kummer. Das heißt demnach, sein Ende ist nahe, wenn plötzlich in ihm eine solche Änderung vorging. Aber nicht lange ging er zur Kirche. Er musste sich niederlegen, so dass er schon zu Hause beichtete und das Abendmahl empfing. Es kamen helle, klare, dufterfüllte Tage. Ostern war spät. Die ganze Nacht, ich erinnere mich wohl, hustet er, schläft schlecht, aber am Morgen zieht er sich immer an und versucht, auf einem weichen Sessel zu sitzen. So habe ich ihn denn auch in Erinnerung behalten. Er sitzt still, sanft, er lächelt, ganz krank, sein Gesicht aber ist heiter, freudig. Er ward dabei seelisch ein ganz anderer. Eine so wunderbare Veränderung begann plötzlich mit ihm vorzugehen. Es kommt zu ihm ins Zimmer die alte Wärterin. »Erlaube, mein Täubchen, ich will bei dir das Lämpchen unter dem Heiligenbilde entzünden.« Er hatte das aber früher nicht zugelassen, das Lämpchen sogar öfters wieder ausgeblasen. »Zünde es nur an, meine Liebe, zünde es nur an. Ein Bösewicht war ich, dass ich es vor dem verbot. Du betest, wenn du Gott das Lämpchen entzündest. Ich aber bete, wenn ich mich über dich freue. Das heißt doch, wir beten zu einem und demselben Gotte.« Seltsam berührten uns diese Worte. Die Mutter aber geht in ihr Zimmer und weint immerzu. Nur wenn sie zu ihm gehen will, trocknet sie ihre Tränen und macht ein heiteres Gesicht. »Mütterchen, weine nicht, mein Täubchen«, spricht er, so kam es vor. »Viel bleibt mir noch zu leben, viel Zeit noch, froh zu sein mit dir. Aber das Leben ist ja so heiter und froh.« »Ach, mein Lieber, was hast du denn da für Freude, da du die ganze Nacht im Fieber brennst, ja, und hustest, dass dir fast die Brust zerspringt.« »Mutter«, antwortet er ihr, »weine nicht, das Leben ist ein Paradies. Und alle sind wir im Paradiese, ja, und wir wollen das nur nicht wissen. Wenn wir es aber würden wissen wollen, so würde noch morgen auf der ganzen Erde das Paradies werden.« Und es staunten alle über seine Worte, so seltsam und mit solcher Entschiedenheit hat er dies ausgesprochen. Rührung kam über uns und wir weinten. Es kamen Bekannte zu uns. »Ihr Lieben«, spricht er, »ihr Teuren, wodurch habe ich es denn verdient, dass ihr mich liebt? Wofür liebt ihr denn einen solchen wie mich? Und wie habe ich dies denn früher nicht gewusst, nicht geschätzt?« Den eintretenden Dienstboten sagt er immer wieder: »Ihr, meine Lieben, Teuren, weshalb dient ihr mir denn, und bin ich es denn wert, dass ihr mir dient? Wenn mir Gott Gnade erweisen und mich unter den Lebenden lassen würde, würde ich selber euch dienen, denn wir alle sollen einer dem anderen dienen.« Die Mutter, die das mit anhörte, schüttelte den Kopf. »Du, mein Teurer, das sprichst du nur so, weil du krank bist.« »Mutter, meine Freude«, spricht er, »unmöglich ist es wohl, dass es einmal nicht mehr Herrn und Diener geben wird, so möge aber auch ich der Diener meiner Diener sein. Ein eben solcher, wie auch sie es mir sind. Ja, und dazu noch werde ich dir, Mütterchen, sagen, dass ein jeder von uns vor allen in allem schuldig ist. Ich aber mehr als alle anderen.« Mein Mütterchen hat da sogar gelächelt. Sie weint und lächelt. »Nun, und wodurch bist denn du«, spricht sie, »vor allen und mehr als alle anderen schuldig? Da sind ja Mörder und Räuber darunter. Was hast du denn aber derartiges zu sündigen fertiggebracht, dass du dich selber mehr als alle anderen beschuldigst?« »Mütterchen, du mein Blutströpfchen«, spricht er. Er begann damals so freundliche Worte zu reden, völlig unerwartete. »Du mein liebes, mein frohes Blutströpfchen, wisse du, dass in Wahrheit jeder vor allen für alle und für alles schuldig ist.
Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich fühle aber, dass dem so ist. Bis zur Qual fühle ich es. Und wie haben wir denn damals nur so gelebt, einander gezürnt und gar nichts gewusst? So pflegte er sich dann auch des Morgens zu erheben. Jeden Tag mehr in Rührung, mehr in Freude und ganz zitternd vor Liebe. Es kommt, so kam es vor, der Arzt gefahren, ein Greis, ein Deutscher, Dr. Eisenschmidt. Nun, wie denn, Doktor, werde ich noch ein Täglein auf der Welt leben? So scherzte er dann wohl mit ihm. Nicht nur einen Tag, viele Tage werden Sie leben, antwortete dann wohl der Doktor. Und Monate und Jahre werden Sie noch leben. Wofür denn Jahre, wofür denn Monate? Rief er dann wohl aus. Was soll man da die Tage zählen, wo doch ein einziger Tag genug ist für den Menschen, um das ganze Glück zu erfahren? Meine Lieben, warum zanken wir denn einander? Warum prahlen wir denn einer vor dem anderen? Und warum können wir nicht die Beleidigungen vergessen, die uns wurden? Lasst uns gleich in den Garten gehen, lasst uns Lust wandeln und mutwillig sein, lasst uns einander lieben und loben und küssen und unser Leben segnen. Kein Bewohner ist er für diese Welt, ihr Sohn, flüsterte der Doktor der Mutter zu, wenn die ihn zur Haustür begleitete. Er verfällt durch seine Krankheit in Gestörtheit. Seine Fenster lagen nach dem Garten zu. Unser Garten war aber schattig. Alte Bäume standen in ihm und sie setzten im Frühling Knospen an. Und es kamen die frühen Vöglein angeflogen, zwitscherten, singen ihm in die Fenster. Und er begann plötzlich, da er auf sie schaute und sich an ihnen ergötzte, sie um Verzeihung zu bitten. Ihr Vögelchen Gottes, ihr frohen Vögelchen, verzeiht auch ihr mir, denn auch vor euch sündigte ich. Solches aber vermochte schon niemand mehr von uns damals zu begreifen. Er aber weinte vor Freude. Ja, spricht er, es war ein solcher Gottesruhm rings um mich herum. Die Vöglein, die Bäume, die Wiesen und der Himmel, ich allein lebte in Schmach. Ich allein entehrte alles und bemerkte überhaupt nicht die Schönheit und den Ruhm. Schon gar viele Sünden nimmst du auf dich, sprach wohl bisweilen weinend mein Mütterchen. Mütterchen, du meine Freude, ich weine ja da vor Freude, nicht aus Kummer. Es verlangt mich doch selber, vor ihnen schuldig zu sein. Ich kann es dir nur nicht erklären, denn ich weiß nicht, wie ich sie denn nur lieben soll. Möge ich ja auch sündig sein vor allen, dafür verzeihen mir aber auch alle, und das ist eben das Paradies. Bin ich denn nicht eben im Paradiese? Und vieles wäre noch zu berichten, dessen ich mich nicht erinnern und das ich nicht niederschreiben kann. Ich entsinne mich. Einst kam ich zu ihm, als niemand bei ihm war. Die Stunde war eine abendliche, eine heitere. Die Sonne war im Untergehen und erleuchtete das ganze Zimmer mit schrägem Strahle. Er winkte mir, als er mich erschaut hatte. Ich trat zu ihm hin. Er fasste mich mit beiden Händen an den Schultern, blickte mir ins Gesicht. Gerührt, liebevoll, nichts sprach er. Er sah nur so auf mich mehr als eine Minute. Nun, spricht er endlich, jetzt geh nur, spiele, lebe du für mich. Ich verließ ihn dann auch und ging spielen. Nachher aber im Leben entsann ich mich oftmals mit Tränen daran, wie er mich geheißen hatte, für ihn zu leben. Noch viel sprach er solcher erstaunlicher und schöner, wenn auch für uns damals unverständlicher Worte. Er starb in der dritten Woche nach Ostern, bei voller Besinnung, und als er schon nicht mehr zu sprechen vermochte, veränderte er sich doch nicht bis zu seiner allerletzten Stunde. Er blickt freudig vor sich hin, in seinen Augen ist Heiterkeit. Mit seinen Blicken sucht er uns, lächelt er uns zu, ruft er uns. Sogar in der Stadt sprach man viel von seinem Tode. Wohl erschütterte mich alles damals, aber doch nicht allzu sehr, wenn ich auch recht weinte, als man ihn begrub. Allzu jung war ich ja damals, noch ein kleines Kind. Und doch blieb in meinem Herzen alles unauslöschbar. Es verbarg sich nur das Gefühl. Zu seiner Zeit musste aber alles auferstehen und Widerhall finden. Und so ist es auch gekommen. B. Von der Heiligen Schrift im Leben des Vaters Sosima. So blieben wir damals allein zurück, das Mütterchen und ich. Es rieten ihr bald gute Bekannte. Es ist ihnen ja, so sagten sie, ein einziges Söhnchen geblieben,
und Sie sind nicht arm. Vermögen haben Sie. Warum sollten Sie nicht wie alle anderen Ihren Sohn nach Petersburg senden? Wenn Sie ihn aber hier behalten, so bringen Sie ihn vielleicht um eine an Auszeichnungen reiche Zukunft. Und sie rieten meine Mütterchen, mich nach Petersburg ins Kadettenkorps zu bringen, damit ich später in die kaiserliche Garde eintrete. Lange schwankte mein Mütterchen. Wie sollte sie sich denn auch noch von dem letzten Sohne trennen? Sie entschloss sich indes gleichwohl dazu, wenn auch nicht ohne viele Tränen, weil sie mein Glück zu fördern glaubte. Sie fuhr mit mir nach Petersburg und brachte mich dort an. Von dieser Zeit an habe ich sie aber überhaupt nicht mehr gesehen, denn sie selber starb schon nach 3 Jahren. Die ganze Zeit hindurch hatte sie sich aber nur über uns beide gegrämt und für uns gezittert. Aus dem Elternhause habe ich nur kostbare Erinnerungen mitgenommen, denn der Mensch besitzt keine Erinnerungen, die kostbarer wären als die seiner ersten Kindheit im Elternhaus. Und das ist fast immer so, wenn in seiner Familie auch nur ein ganz klein bisschen Liebe und Eintracht herrschte. Ja, und selbst von der allerschlechtesten Familie können kostbare Erinnerungen sich erhalten, wenn nur deine Seele selber fähig ist, das Kostbare zu suchen. Zu den Erinnerungen an das Vaterhaus rechne ich aber auch die Erinnerungen an die heilige Geschichte, die kennenzulernen es mich schon in meinem Elternhause gar sehr begehrte, wenn ich auch noch ein ganz kleines Kind war. Ich hatte damals ein Buch, die heilige Geschichte, mit schönen Bilderchen drin, mit dem Titel 104 heilige Geschichten des Alten und Neuen Testaments. Und in diesem Buche lernte ich auch lesen. Auch jetzt noch liegt es bei mir hier auf dem Bücherbrett als eine kostbare Erinnerung, hebe ich es auf. Aber auch noch bevor ich es zu lesen lernte, erinnere ich mich, wie mir zum ersten Male eine Art geistiger Erleuchtung ward, als ich erst 8 Jahre alt war. Es hatte mich mein Mütterchen allein, ich erinnere mich nicht, wo damals mein Bruder war, in den Tempel des Herrn geführt, zur Messe am Montag in der Karwoche. Es war ein klarer Tag, und wenn ich mich jetzt daran erinnere, ist es mir genauso, als sähe ich wiederum, wie sich aus dem Weihrauchgefäß der Weihrauch erhob und leise nach oben zog. Da oben aber in der Kuppel, durch das enge Fensterlein dort, da strömen auch nur so die Strahlen des Gotteslichtes auf uns in der Kirche nieder, und in Wolken aufsteigend, zerfloß förmlich in ihnen der Weihrauch. Ich schaute das mit Rührung, und zum ersten Male, seit ich geboren ward, nahm ich das erste Samenkorn des göttlichen Wortes bewusst in meine Seele auf. Es schritt dann in die Mitte des Tempels der Chorknabe mit einem großen Buche, einem so großen, dass, so schien es mir damals, er es sogar nur mit Mühe trug, und er legte es auf das Pult, schlug es auf und begann zu lesen. Und da plötzlich verstand ich zum ersten Male etwas davon. Zum ersten Male in meinem Leben begriff ich, was man im Tempel Gottes liest. Es lebte ein Mann im Lande Us, ein Gerechter und Ehrenwerter, und er hatte so und so viel Reichtum, so und so viele Kamele, so und so viele Schafe und Esel, und seine Kinder belustigten sich, und er liebte sie sehr und betete für sie zu Gott. Vielleicht sündigten sie ja, indem sie sich belustigten. Und da steigt der Teufel zu Gott empor, zugleich mit den Söhnen Gottes, und spricht zum Herrn, er sei über die ganze Erde gewandert, und auch unter der Erde sei er gewesen. Sahst du aber meinen Knecht Hiob? Fragte ihn Gott. Und es rühmte sich Gott vor dem Teufel, indem er hinwies auf seinen großen, heiligen Knecht. Und es lachte der Teufel über die Worte Gottes. Übergib ihn mir, und du wirst sehen, dass dein Knecht murren und deinen Namen verfluchen wird. Und es übergab Gott seinen Gerechten, den er so liebte, dem Teufel. Und es erschlug der Teufel seine Kinder und sein Vieh und vernichtete sein Reichtum, alles plötzlich wie durch Gottes Donner. Und es zerriss Hiob seine Kleider, warf sich auf die Erde und heulte, nackt kam ich aus dem Mutterleibe, nackt kehre ich zur Erde zurück. Der Herz gegeben, der Herz genommen, des Herrn Name sei gepriesen jetzt und in Ewigkeit. Ihr Vater und Lehrer, verzeiht mir diese meine Tränen, denn meine ganze Kindheit steigt wie von Neuem vor mir auf. Und ich atme jetzt, wie ich damals mit meinem 8-jährigen Kinderbrüstchen atmete.
und ich empfinde wie damals Staunen und Bestürzung und Freude. Die Kamele haben damals derart meine Einbildungskraft beschäftigt, und der Teufel, der so mit Gott spricht, und Gott selber, der seinen Knecht dem Verderber preisgab, und sein Knecht, der ausruft: Dein Name soll gesegnet sein, ungeachtet dessen, dass du mich heimsuchtest. Aber darauf der stille und süße Gesang im Tempel. Ja, möge mein Gebet in Erfüllung gehen. Und wieder Weihrauch aus dem Weihrauchfass des Geistlichen, und dann das auf den Knien zu verrichtende Gebet. Seit jener Zeit, sogar gestern noch, nahm ich diese hochheilige Erzählung vor. Kann ich sie nicht ohne Tränen lesen? Aber wie viel ist auch hier des großen, geheimnisvollen, unvorstellbaren? Ich vernahm dann später die Worte der Spötter und Tadler, stolze Worte. Wie konnte denn da Gott den Geliebtesten von seinen Heiligen dem Hohne des Teufels preisgeben, ihm seine Kinder nehmen, ihn selber mit Krankheit und Eiterbeulen so schlagen, dass er mit einer Glasscherbe sich den Eiter seiner Wunden abkratzte? Und wofür? Nur um sich vor dem Satan zu rühmen? Siehst du wohl, was ein Heiliger meinetwegen ertragen kann? Aber darin liegt ja auch das Große, dass dein Geheimnis ist, dass die vorübergehende Erscheinung der Erde und die ewige Wahrheit sich dort miteinander berühren. Vor der irdischen Gerechtigkeit vollzieht sich die Wirkung der ewigen Gerechtigkeit. Dort blickt der Schöpfer so, wie auch an den ersten Tagen der Schöpfung, da er jeden Tag vollendete mit dem Lobe: Gut ist das, was ich schuf, auf Hiob und rühmt sich von neuem seines Geschöpfes. Wenn aber Hiob den Herrn lobt, so dient er nicht nur ihm, er dient vielmehr auch seiner ganzen Schöpfung, von Geburt zu Geburt und in alle Ewigkeit, denn dazu war er auch vorher bestimmt. Mein Gott, was ist das für ein Buch und was für Lehren enthält es? Was ist das für ein Buch, die Heilige Schrift? Welche Wunder und welche Kräfte wurden mit ihm den Menschen gegeben? Es ist gleich wie eine getreue Nachbildung der Welt, des Menschen und der Charaktere der Menschen. Und mit Namen genannt ist da alles, und alles ist da gedeutet in alle Ewigkeit. Und wie viele gelöster und eröffneter Geheimnisse! Es stellt Gott das Glück des Hiob wieder her. Er gibt ihm von neuem Reichtum. Es vergehen wiederum viele Jahre. Und da hat er auch schon neue Kinder, andere, und er liebt sie. Mein Gott, ja, wie konnte er denn, so schien es, diese jetzigen Kinder liebgewinnen, wenn doch jene früheren nicht mehr sind, wo er doch ihrer beraubt war? Wenn er an jene denkt, kann man dann wohl völlig glücklich sein wie früher mit diesen Kindern, wie lieb sie ihm auch sein mögen. Aber man kann das wohl, man kann das wirklich. Alter Kummer geht im geheimnisvollen Wirken des menschlichen Lebens allmählich in stille, gerührte Freude über. Anstelle des jungen, schäumenden Blutes tritt das sanfte, klare Alter. Noch segne ich den täglichen Aufgang der Sonne. Und mein Herz singt ihm wie vor dem. Aber mehr liebe ich schon ihren Untergang, ihre langen, schrägen Strahlen. Denn mit ihnen steigen stille, sanfte, rührende Erinnerungen auf. Liebe Bilder aus meinem ganzen langen und gesegneten Leben. Oh, dass doch alle die Gerechtigkeit Gottes erkennten, die rührt, versöhnt und alles verzeiht. Zu Ende geht mein Leben, ich weiß und höre dies. Ich fühle aber an jedem Tage, der mir bleibt, wie mein irdisches Leben schon anstößt an das neue, unendliche, unbekannte, aber nahe heranschreitende Leben, in dessen Vorgefühl meine Seele in Entzücken zittert, mein Geist leuchtet und mein Herz Freudentränen weint. Ihr, meine Freunde und Lehrer, ich hörte oftmals davon, jetzt aber, gerade in der letzten Zeit, war das noch bemerkbarer, dass bei uns die Priester Gottes und vor allem die auf dem Dorfe sich überall bitter beklagen über ihr geringes Einkommen und ihre erniedrigende Lage, und geradezu versichern, sogar in Büchern und Zeitschriften, ich selber las solche, sie könnten schon jetzt nicht mehr die Schrift auslegen, denn sie hätten zu wenig Einkommen, und wenn jetzt die Lutheraner kommen und die Ketzer anfangen, die Herde abzujagen, so mögen sie das nur tun, denn wir haben ein zu geringes Einkommen. Mein Gott, ich denke, möge ihnen Gott mehr geben von diesem ihnen so kostbaren Einkommen. Denn gerecht ist doch ihre Klage. Aber in Wahrheit spreche ich, wenn irgendwer daran schuld ist, so sind das zur Hälfte wir selber. Denn möge er auch keine Zeit haben,
möge er mit Recht behaupten, er sei die ganze Zeit über durch Feldarbeit und Amtshandlungen überlastet. Gleichwohl bleibt ja Zeit. Er hat ja auch, wenn auch nur eine Stunde in der ganzen Woche, Zeit, um sich auch Gottes zu entsinnen. Ja, und auch nicht das runde Jahr über ist Arbeit. Möge er denn einmal in der Woche zur Abendstunde, wenn auch anfangs nur die Kinderchen, bei sich versammeln. Es werden deren Väter davon vernehmen, und auch die Väter werden zu kommen beginnen. Ja, und man braucht auch gar kein großes Haus aufzubauen. Nimm sie nur einfach bei dir in der Hütte auf. Habe keine Furcht, sie werden dir nicht deine Hütte besudeln. Du versammelst sie ja doch nur für eine einzige Stunde. Der Geistliche möge vor ihnen dies Buch aufschlagen und ihnen zu lesen beginnen, ohne künstliche Worte zu machen, ohne Großtun, ohne sich über sie zu erheben, vielmehr in Rührung und Sanftmut. Selber freue er sich darüber, dass du ihn vorliest und sie dir zuhören und dich verstehen. Du selber aber, der du diese Worte liebst, halte nur selten einmal inne und deute ihnen nur diesen oder jenen, dem einfachen Manne unverständlichen Ausdruck. Und sei nicht in Unruhe darüber, ob sie auch alles verstehen werden. Alles wird ja das rechtgläubige Herz begreifen. Lies ihnen vor von Abraham und Sarah, von Isaak und Rebekka, wie Jakob zu Laban zog, im Traume mit dem Herrn rang und sprach, furchtbar ist dieser Ort. Und du wirst den ehrfürchtigen Geist des einfachen Volkes erschüttern. Lies ihn vor und ganz besonders den Kinderchen, wie die Brüder ihren eigenen, leiblichen Bruder als Sklaven verkauften, den lieben Knaben Josef, den großen Traumdeuter und Propheten, und wie sie dann ihrem Vater sagten, ein wildes Tier habe seinen Sohn zerrissen, wobei sie ihm sogar blutbefleckte Kleider zeigten. Lies vor, wie dann die Brüder Brot zu holen nach Ägypten kamen, und Josef, schon ein mächtiger Höfling, von ihnen unerkannt, sie quälte, beschuldigte, seinen Bruder Benjamin zurückhielt. Und das alles nur aus Liebe. Ich liebe euch und quäle euch aus Liebe. Denn er hatte ja sein ganzes Leben lang sich unausgesetzt daran erinnert, wie man ihn irgendwo dort in der heißen Wüste verkauft hatte, bei einer Quelle an Kaufleute, und wie er die Hände gerungen und geweint und die Brüder angefleht hatte, sie möchten ihn nicht als Sklaven in ein fremdes Land verkaufen. Und da, als er sie nach so vielen Jahren wiedersah, gewann er sie von neuem grenzenlos lieb und quälte sie und machte ihnen Schwierigkeiten, alles aus Liebe. Endlich verlässt er sie, da er selber nicht länger die Qualen seines Herzens ertrug, wirft sich auf sein Bett und weint. Dann trocknet er sich sein Angesicht, schreitet strahlend und licht zu ihnen hinaus und verkündet ihnen, »Brüder, ich bin Josef, euer Bruder.« Möge er dann weiter vorlesen, wie der greise Jakob sich freute, als er erfuhr, dass sein lieber Knabe noch am Leben sei, wie er sogar die Heimat aufgab und nach Ägypten zog und in einem fremden Lande starb, nachdem er für alle Ewigkeiten in seinem Vermächtnis das so erhabene Wort verkündet hatte, dass er geheimnisvoll sein ganzes Leben hindurch in seinem frommen und furchtsamen Herzen gehütet hatte, dass nämlich aus seinem Geschlechte, aus Juda, die große Hoffnung der Welt hervorgehen werde, ihr Versöhner und Retter, ihr Väter und Lehrer, verzeiht mir und seid nicht böse, dass ich wie ein kleiner Knabe von dem erzähle, was ihr schon längst wisst und worüber ihr mich hundertmal kunstvoller und beredter belehren könntet. Aus Begeisterung nur spreche ich dies, denn ich liebe dieses Buch. Möge denn auch er in Tränen ausbrechen, der Priester Gottes, und er wird erschauen, dass ihm zur Antwort die Herzen seiner Hörer erbeben werden. Es bedarf ja nur eines kleinen Samens, eines winzigen. Möge er solchen nur in die Seele des einfachen Mannes werfen, und der Name wird nicht sterben. Er wird vielmehr in dessen Seele leben, sein ganzes Leben hindurch. Er wird sich in ihm bergen unter der Finsternis und unter dem Gestank seiner Sünden, wie ein lichter Punkt, wie eine große Erinnerung. Und nicht nötig ist es, gar nicht nötig, viel zu deuten und zu lehren. Alles wird er ja einfach begreifen, der einfache Mann aus dem Volke. Glaubt ihr etwa, er werde nicht verstehen? So macht doch den Versuch, lest ihm weiter die rührende und ergreifende Geschichte vor von der schönen Esther und der hochmütigen Vashti. Oder die wunderbare Erzählung von dem Propheten Jonas,
im Bauche des Walfisches. Vergesst auch nicht die Rede des Herrn, vor allem nach dem Evangelium des Lukas, wie ich sie las. Und dann aus den Taten der Apostel die Bekehrung des Paulus. Das unbedingt, unbedingt. Und endlich auch aus unserem heiligen Buche, wenn auch nur das Leben von Alexei, dem Menschen Gottes, und von der großen, freudigen, von allen großen Büßerinnen, der Gottesschauerin und Christusträgerin Mutter Maria von Ägypten. Und du wirst ihm, dem Manne aus dem einfachen Volke, das Herz durchbohren mit diesen einfachen Erzählungen und alles in allem nur eine Stunde in der Woche, ohne auf dein geringes Einkommen zu achten. Nur ein Stündlein. Und er wird selber erkennen, der Priester Gottes, dass unser Volk mitleidig ist und dankbar. Es wird ihm hundertfältig seinen Dank abstatten. Gedenkend an die freundliche Besorgtheit des Geistlichen und an seine rührenden Worte, wird es ihm freiwillig helfen auf seinem Felde und auch in seinem Hause. Ja, und auch Ehrfurcht wird es ihm mehr erweisen als früher. Und so wird sich auch schon sein Einkommen mehren. Das ist eine so einfache Sache, dass wir bisweilen uns geradezu fürchten, es auch nur auszusprechen. Man werde ja über uns lachen und dabei, wie wahr ist dies? Wer aber nicht an Gott glaubt, der wird auch nicht an das Volk Gottes glauben. Wer aber an das Volk Gottes glaubt, der wird auch sein Heiligtum erschauen, wenn er selber auch bis dahin überhaupt nicht an es glaubte. Nur das Volk und seine kommende Kraft wird unsere Atheisten bekehren, die sich von der Heimat Erde losrissen. Und was ist es denn auch mit dem Worte des Erlösers ohne lebendiges Beispiel? Verderbnis droht dem Volke ohne das Wort Gottes, denn es wird ja seine Seele dürsten nach dem Worte und nach jeder schönen Empfängnis. In meiner Jugend, längst schon, fast vor 40 Jahren, ging ich mit Vater Anfim durch ganz Russland, um Gaben für das Kloster zu sammeln. Und da übernachteten wir einst am Ufer eines großen, fahrbaren Stromes mit Fischern. Und es setzte sich zu ihnen auch ein wohlgestalteter Jüngling, ein Bauer, dem Aussehen nach bereits 18 Jahre alt. Er beeilte sich, bis morgen seine Arbeitsstätte zu erreichen. Er sollte eine Kaufmannsbarke am Seile ziehen. Und, ich sehe es, er blickt vor sich gerührten und klaren Blickes. Die Nacht war hell, still, warm. Eine Julinacht. Der Fluss war breit. Nebel steigt von ihm auf. Es ist uns kühl, leicht plätschert das Fischchen, die Vöglein verstummten. Alles ist still, herrlich. Alles betet zu Gott. Und es schlafen nur wir beide nicht, ich und jener Jüngling. Und wir kamen in ein Gespräch über die Schönheit dieser Gotteswelt und über ihr großes Geheimnis. Jedes Gräschen, jedes Käferchen, die Ameise, die goldene Biene, alle wissen sie ja, dass man staunen muss, ihren Weg. Obgleich sie keinen Verstand besitzen, von Gottes Geheimnis geben sie Zeugnis ohne Unterlass, erfüllen sie es selber. Und ich sehe, es entflammt das Herz des lieben Jünglings. Er erzählt mir, er liebe den Wald, die Waldvöglein, er sei ein Vogelfänger. Er verstehe jeden von ihren Pfiffen, jedes Vöglein vermöge er anzulocken. Nichts kenne ich, was schöner wäre, als im Walde zu sein, spricht er. Ja, und alles ist schön. Das ist wahrlich so, antwortete ich ihm. Alles ist schön und herrlich, weil alles die Wahrheit ist. Blick hin, sage ich ihm, auf das Pferd, ein großes Tier, das dem Menschen nahesteht, oder auf den Stier, der ihm Nahrung gibt und für ihn arbeitet, den mürrischen und nachdenklichen Blick auf ihre Augen. Welche Sanftmut, welche Anhänglichkeit an den Menschen, der ihn oft erbarmungslos schlägt. Welche Gutmütigkeit, welche Zutraulichkeit, welche Schönheit in seinem Blick. Rührend ist es sogar auch nur zu wissen, dass er gar keine Sünde kennt. Denn alles ist vollkommen, alles außer dem Menschen, ist sündlos und mit ihnen ist Christus noch früher als wir. Ja, fragt der Jüngling, ist denn noch wirklich Christus mit ihnen? Wie kann es denn aber anders sein, sagte ich ihm. Denn für alle ist ja das Wort jede Schöpfung und jede Kreatur. Jedes Blättchen strebt hin zum Worte, singt Gottes Ruhm und weint zu Christus. Sich selber unbewusst vollendet es dies Geheimnis seines sündlosen Daseins. Dort, sage ich ihm, im Walde irrt der furchtbare Bär umher.
drohend und wild, und doch in nichts daran schuldig. Und ich erzählte ihm, wie einst ein Bär zu einem großen Heiligen kam, der im Walde in seiner kleinen Zelle seine Seele rettete. Und es erbarmte sich seiner der große Heilige. Er ging furchtlos zu ihm hin und gab ihm ein Stück Brot. So gehe denn deines Weges, Christus sei mit dir. Und es ging das wilde Tier gehorsam und sanft davon, ohne Schaden zu tun. Und es ward der Jüngling gerührt darüber, dass der Bär, ohne Schaden zu tun, gegangen war. Und dass Christus mit ihm sei. Ach, spricht er, wie ist das schön, wie ist alles Göttliche schön und wundervoll. Er sitzt da und ist versunken in stille und süße Gedanken. Ich sehe, dass er alles verstanden hat. Und er entschlief an meiner Seite eines leisen, sündlosen Schlafes. Segne, Herr, die Jugend. Und ich selber betete dort für ihn, bevor ich in Schlaf sank. Herr, sende Frieden und Licht deinen Menschen. C. Erinnerungen des Greises Sosima an sein Jünglingsalter und seine noch in der Welt zugebrachte Jugendzeit. Das Duell. In Petersburg, im Kadettenkorps, verweilte ich lange, fast 8 Jahre, und mit der neuen Erziehung betäubte ich vieles von den Eindrücken der Kindheit, wenn ich auch gar nichts vergaß. Als Ersatz dafür nahm ich so viele neue Gewohnheiten und sogar Anschauungen in mich auf, dass ich mich in ein fast wildes, grausames und albernes Geschöpf verwandelte. Einen äußeren Schliff von Höflichkeit und gesellschaftlichem Benehmen erwarb ich mir zugleich mit der Kenntnis der französischen Sprache. Aber wir alle, auch ich, waren durchaus der Ansicht, dass die mit uns im Korps dienten Soldaten durchaus dem Vieh gleich zu achten seien. Als wir Offiziere wurden, waren wir zwar bereit, unser Blut zu vergießen für die beleidigte Ehre unseres Regiments. Was aber Ehre wirklich ist, das wusste fast niemand von uns. Wenn wir es aber erfahren hätten, so würden wir sie auch sogleich verhöhnt haben. Auf Saufen, Wüsten und tolle Streiche waren wir fast stolz. Ich werde dabei nicht sagen, dass wir schlecht waren. Alle diese jungen Menschen waren im Grunde gut. Sie benahmen sich nur schlecht. Und mehr als alle anderen, ich. Die Hauptschuld daran war die, dass ich mein eigenes Kapital erhalten hatte und ich mich deshalb auch mit dem ganzen Feuer der Jugend daran machte, nur zu meinem Vergnügen zu leben. Ohne jedes Hemmnis fuhr ich sozusagen mit vollen Segeln. Aber das ist seltsam. Ich las damals auch Bücher und sogar mit großem Genuss. Nur die Bibel habe ich zu dieser Zeit fast niemals aufgeschlagen. Gleichwohl trennte ich mich niemals von ihr, schleppte sie vielmehr überall hin mit mir. In Wahrheit hütete ich dieses Buch, ohne es selber zu wissen. Für den Tag und die Stunde, für den Monat und das Jahr. Als ich so 4 Jahre gedient hatte, fand ich mich endlich in der Stadt K., wo damals unser Regiment stand. Die Gesellschaft der Stadt war mannigfaltig, zählte viele Mitglieder, war lustig, gastfrei und reich. Man nahm mich überall gut auf, denn ich war von Hause aus heiteren Charakters. Ja, und dazu noch galt ich für reich, und das bedeutet in der Welt nicht wenig. Und da gerade trug sich ein Vorkommnis zu, das vielem zum Ausgang diente. Ich trat in Beziehung zu einem schönen jungen Mädchen, das klug, würdig und von heiterem und edlem Charakter war, der Tochter angesehener Eltern. Es waren das keine kleinen Leute. Sie besaßen vielmehr Reichtum, Einfluss und Macht und nahmen mich freundlich und freudig auf. Und da schien es mir denn, dass das Mädchen mir sehr zugetan sei, und es entbrannte mir das Herz bei diesem Gedanken. Später kam ich dann freilich schon selber dahinter und erriet durchaus, dass ich sie vielleicht überhaupt gar nicht so heftig liebte, vielmehr nur ihren Geist und ihren Charakter für überlegen hielt, wie das auch nicht anders sein konnte. Meine Selbstsucht hinderte mich indes daran, ihr damals schon einen Antrag zu machen. Es schien mir furchtbar schwer, Abschied zu nehmen von den Verführungen eines den Lüsten ergebenen freien Junggesellenlebens, wo ich dazu noch so jung war und zudem sogar einiges Geld besaß. Anspielungen machte ich indes gleichwohl. Auf jeden Fall verschob ich auf kurze Zeit jeden entscheidenden Schritt. Und da ward ich plötzlich auf 2 Monate nach einem anderen Bezirk abkommandiert. Nach 2 Monaten kehre ich zurück und erfahre plötzlich,
dass das Mädchen schon verheiratet ist. An einen reichen, in der Nähe der Stadt ansässigen Gutsbesitzer, der zwar älter als ich, aber gleichwohl noch jung war und in der Hauptstadt Beziehungen besaß, und zwar in der besten Gesellschaft, zu der ich keinen Zutritt hatte. Es war dies ein äußerst liebenswürdiger und außerdem auch ein gebildeter Mensch. Bildung aber besaß ich schon ganz und gar nicht. So erschüttert war ich über dies unerwartete Ereignis, dass sogar der Verstand in mir sich trübte. Die Hauptsache war aber, dass, wie ich schon damals erfuhr, dieser junge Gutsbesitzer längst schon Bräutigam dieses Mädchens war und dass ich selber ihm schon oftmals in ihrem Hause begegnet war, aber gar nicht bemerkt hatte, verblendet durch das Bewusstsein meiner eigenen Vorzüge. Aber eben gerade dies kränkte mich mehr als alles andere. Wie denn das? Fast alle wussten es und nur ich allein wusste von gar nichts? Und ich empfand plötzlich einen unerträglichen Zorn. Mit Schamröte im Gesicht begann ich mich daran zu entsinnen, wie ich ihr oftmals meine Liebe fast schon zu erkennen gegeben hatte, dass sie mir aber nicht Einhalt geboten hatte und mich ihre Verlobung nicht hatte ahnen lassen, so hat sie demnach, so schloss ich, sich über mich lustig gemacht. In der Folge ist mir natürlich zum Bewusstsein gekommen, ich habe mich daran wohl erinnert, dass sie niemals über mich gelacht hat, vielmehr im Gegenteil stets selber solche Gespräche in scherzhafter Weise zu unterbrechen und statt ihrer andere zu beginnen pflegte. Damals aber konnte ich mir das nicht zusammenreimen und ich entflammte in Rachsucht. Ich entsinne mich dabei mit Staunen, dass diese meine Rachsucht und meine Wut mir selber bis zum Äußersten schwer fielen und mir widerlich waren, weil ich einen leichten Charakter besaß und niemals lange zu zürnen vermochte. Deshalb habe ich mich aber gewissermaßen selber künstlich zu erregen gesucht und ich ward schließlich unausstehlich und albern. Ich lauerte auf eine Gelegenheit, und einstmals in einer großen Gesellschaft gelang es mir plötzlich, meinen Gegner zu beleidigen. Und zwar so, dass es den Anschein hatte, als ob die allernebensächlichste Veranlassung vorgelegen hätte. Ich lachte nämlich über eine Ansicht, die er über ein damaliges, wichtiges Ereignis aussprach. Das war im Jahre 1826. Und es gelang mir, wie man mir sagte, in witziger und gewandter Art, ihn zu verspotten. Dann nötigte ich ihm eine Erklärung ab, und benahm mich dabei so grob, dass er meine Herausforderung annahm, ungeachtet des großen Unterschiedes zwischen uns. Denn ich war ja jünger als er, unbedeutend und von untergeordnetem Range. Später schon habe ich dann mit Bestimmtheit erfahren, dass er meine Herausforderung gleichfalls wie aus dem Gefühle der Eifersucht heraus angenommen habe. War er doch auch schon früher ein wenig eifersüchtig auf mich gewesen, damals, als seine Gattin erst seine Braut war. Jetzt aber fürchtete er wohl, dass, wenn jene erfahre, er habe eine Beleidigung von mir hingenommen, sich aber nicht entschlossen, mich zum Zweikampf zu fordern, sie ihn unwillkürlich verachten und in ihrer Liebe zu ihm schwankend werden möchte. Einen Sekundanten fand ich rasch, einen Leutnant, einen Regimentskameraden. Wenn man nun auch zu jener Zeit Zweikämpfe streng bestrafte, so war es gleichwohl sogar so, als ob sie beim Militär geradezu in Mode ständen. So stark erweisen sich oft rohe Vorurteile. Es war Ende Juni. Unsere Begegnung ward auf den nächsten Tag, früh 7 Uhr, außerhalb der Stadt verabredet. Und tatsächlich ereignete sich dort mit mir etwas, das mir verhängnisvoll ward. Als ich am Abend nach Hause zurückkehrte, wütend und unausstehlich, ärgerte ich mich über meinen Burschen Afanasi und schlug ihm aus aller Kraft zweimal ins Gesicht, so dass es mit Blut überströmt war. Er diente mir erst seit kurzer Zeit, und es hatte sich auch früher zugetragen, dass ich ihn schlug, noch nie aber mit solcher viehischen Rohheit. Und glaubt mir, meine Lieben, 40 Jahre sind seitdem vergangen, und ich kann mich auch jetzt noch nicht ohne Scham und ohne Kummer daran erinnern. Ich legte mich schlafen, schlief 3 Stunden, wache auf und schon beginnt der Tag. Ich erhob mich plötzlich, mehr schlafen konnte ich nicht. Ich ging zum Fenster, öffnete es. Mein Zimmer lag nach dem Garten, und ich sehe, die Sonne geht auf, warm, köstlich. Es zwitscherten die Vöglein. Was ist denn das, denke ich? Empfinde ich denn in meiner Seele etwas Schmachvolles und Niedriges? Nicht etwa deshalb, weil ich die Absicht habe, Blut zu vergießen? Oder deshalb, weil ich fürchte, getötet zu werden? Nein, das ist durchaus nicht das, ganz und gar nicht. Und plötzlich habe ich dann auf einmal erraten, worin die Sache lag.
nämlich darin, dass ich gestern den Afansi geschlagen hatte. Alles trat mir da plötzlich aufs Neue vor die Augen, gleich als ob von Neuem alles vor sich gehe. Er steht vor mir und ich schlage ihn, weit ausholend, gerade ins Gesicht. Er aber hält die Hände an die Hosennaht, den Kopf gerade, die Augen hat er aufgerissen wie in der Front. Er zittert bei jedem Schlage und wagt nicht einmal die Hände zu erheben, um sich zu schützen. Und da ist ein Mensch bis dahin gebracht worden, und da schlägt ein Mensch einen Menschen. Was für ein Verbrechen! Es war, als ob eine scharfe Nadel mir die ganze Brust durchstoßen habe. Da stehe ich denn wie dumm geworden, aber die liebe Sonne leuchtet, die Blättchen freuen sich, glänzen und schimmern, und die Vöglein preisen Gott. Ich bedeckte mit beiden Händen mein Gesicht, warf mich aufs Bett und brach in Schluchzen aus. Und es kam mir da mein Bruder Markel in den Sinn und seine Worte, die er vor seinem Tode an die Dienstboten richtete. Meine Lieben, ihr meine Teuren, wofür dient ihr mir denn? Wofür liebt ihr mich denn? Ja, und bin ich es denn auch wert, dass man mir diene? Ja, bin ich es denn wert? Kam es mir plötzlich in den Kopf. In der Tat, wodurch verdiene ich es denn, dass ein anderer Mensch, ein ebensolcher wie ich, ein Ebenbild Gottes, mir diene? So bohrte sich damals auch mir in den Geist zum ersten Mal in meinem Leben diese Frage. Mütterchen, du mein Blutströpfchen, in Wahrheit ist jeder vor allen und für alle schuldig. Es wissen das nur nicht die Menschen. Wenn sie es aber erkennen würden, dann wäre sogleich das Paradies auf Erden. Mein Gott, ja. Und ist wirklich auch dies nicht wahr? Und ich denke, in Wahrheit bin ich für alle schuldig und vielleicht schuldiger als alle. Ja, und auch schlechter als alle Menschen auf der Welt. Und es stellte sich mir plötzlich die ganze Wahrheit vor in ihrer vollen Erleuchtung. Was bin ich im Begriff zu tun? Ich werde gehen, um einen guten, klugen, edlen Menschen zu töten, der mir auch gar nichts zuleide getan hat. Seine Gattin aber werde ich damit auf ewig allen Glückes berauben, sie quälen und töten. So lag ich auf dem Bette mit dem Gesicht in den Kissen und bemerkte überhaupt nicht, wie die Zeit verstrich. Plötzlich tritt mein Kamerad, der Leutnant, mit den Pistolen ein, um mich abzuholen. »Ach«, spricht er, »das ist aber schön, dass du schon aufgestanden bist. Es ist Zeit, lasst uns gehen.« Ich rannte unentschlossen hin und her, verlor mich völlig. Wir gingen indes hinaus, um uns in den Wagen zu setzen. »Warte hier nur einen Augenblick«, sagte ich ihm. »Ich laufe rasch hinein, ich habe meinen Geldbeutel vergessen.« Und ich lief allein in die Wohnung zurück, direkt in die Kammer von Afansi. »Afansi«, spreche ich, »ich habe dich gestern zweimal ins Gesicht geschlagen, verzeih mir«, spreche ich. Er fuhr nur so zusammen, als ob er erschrocken sei. Er blickt auf mich, und ich sehe, dass das zu wenig ist, und da, plötzlich, wie ich war in voller Uniform, krach, falle ich ihm zu Füßen, mit der Stirn zur Erde. »Verzeih mir«, spreche ich. Da ist er auch schon völlig betroffen. »Euer Wohlgeboren, Väterchen, gnädiger Herr, wie können Sie nur? Ja, bin ich das denn auch wert?« Und er brach plötzlich selber in Weinen aus, ganz so wie vorhin ich, bedeckte er mit beiden Händen sein Gesicht, drehte sich zum Fenster und er zitterte nur so vor Schluchzen. Ich aber lief zu meinem Kameraden hinaus, sprang in den Wagen und schrie, »Los! Hast du«, rufe ich ihm zu, »einmal einen Sieger gesehen? Da sitzt einer vor dir.« In mir ist ein solches Entzücken. Ich lache den ganzen Weg über. Ich schwätze, schwätze, ich entsinne mich schon nicht, was ich eigentlich schwätze. Er blickt auf mich. »Nun, Bruder, ein forscher Kerl bist du, ich sehe, dass du die Uniform hochhalten wirst.« So kamen wir zur Stelle. Sie aber sind schon dort, erwarten uns. Man stellt uns auf, 12 Schritt voneinander entfernt. Er hat den ersten Schuss. Ich stehe vor ihm, heiter, direkt mit dem Gesichte zu ihm. Ich blinzle nicht mit den Augen, liebevoll blicke ich auf ihn. Ich weiß, was ich tue. Er drückt los. Nur ein ganz klein wenig zerkratzte die Kugel mir die Wange. Ja, und sie streift mir auch das Ohr. »Gott sei Dank«, rufe ich, »Sie haben wenigstens keinen Menschen getötet.« Ja, und dann erfasste ich meine Pistole, drehte mich um, ja, und dann habe ich sie mit Schwung in den Wald geworfen. »Dahin«, schreie ich, »ist auch dein Weg.« Ich drehte mich nach dem Gegner um. »Mein Herr«, spreche ich,
Verzeihen Sie mir, einem dummen jungen Menschen, dass ich Sie absichtlich beleidigte und Sie jetzt auch auf mich zu schießen zwang. Selber bin ich 10-mal schlechter als Sie und am Ende noch gar mehr als das. Sagen Sie dies der Person wieder, die Sie mehr achten als alles auf der Welt. Kaum hatte ich dies ausgesprochen, als alle drei durcheinander schrien. Erlauben Sie einmal, spricht mein Gegner. Er ward sogar ganz böse. Wenn Sie sich nicht schlagen wollten, weshalb haben Sie mich denn hierher bestellt? Gestern, sagte ich ihm, war ich noch dumm, heute aber bin ich gescheit geworden. So antwortete ich ihm heiter. Ich glaube an das, was gestern war, spricht er. Auf das Heutige ist aber schwer zu schließen nach dem, was Sie da sagen. Bravo, rufe ich ihm zu und klatsche in die Hände. Ich bin mit Ihnen auch darin einverstanden. Ich habe es nicht verdient. Werden Sie mein Herr also schießen oder nicht? Ich werde es nicht tun, spreche ich. Sie aber, wenn Sie wollen, so schießen Sie noch einmal. Freilich wäre es besser für Sie, nicht zu schießen. Es schrien auch die Sekundanten, besonders der meinige. Was ist das für eine Schande für das Regiment, vor der Barriere stehend, um Verzeihung zu bitten, wenn ich das nur gewusst hätte? Ich stand da vor ihnen und lache schon nicht mehr. Meine Herren, spreche ich, ist es denn jetzt wirklich für unsere Zeit so erstaunlich, einem Menschen zu begegnen, der seine Dummheit selber eingesteht und der öffentlich bekennt, worin er selber schuldig ist? Ja, aber nicht vor der Barriere, schreit wiederum mein Sekundant. Da haben Sie durchaus recht, antwortete ich ihm. Das ist es ja aber auch, worüber ich mich erstaune. Ich hätte mich tatsächlich schuldig bekennen sollen, sobald wir nur hierher kamen, noch bevor er auf mich schoss. Und ich hätte ihn nicht zu dieser großen und tödlichen Sünde veranlassen sollen. Wir selber haben es aber derart töricht auf der Welt eingerichtet, spreche ich, dass es fast unmöglich war, so zu verfahren. Denn erst, nachdem ich mich auf 12 Schritt Entfernung seinem Schusse gestellt habe, können meine Worte für ihn irgendeine Bedeutung haben. Wenn ich mich aber vor dem Schuss schuldig bekannt hätte, gleich als wir hierher gekommen waren, so hätte man einfach gesagt, das ist ja ein Feigling. Er hatte Furcht bekommen vor der Pistole. Es lohnt darum auch gar nicht, auf ihn zu hören. Meine Herren, rief ich plötzlich aus ganzem Herzen aus, schauen Sie rings um sich herum die Gaben Gottes. Der Himmel ist wolkenlos, die Luft so rein, die Gräserchen so zart, die Vögelchen, die ganze Natur schön und sündlos, und wir, nur wir allein, sind gottlos und dumm und begreifen nicht, dass das Leben ein Paradies ist. Denn wir brauchen ja nur den Wunsch zu hegen, es zu begreifen. Und sogleich wird es auch erstehen in aller seiner Schönheit. Und wir werden einander umarmen und in Weinen ausbrechen. Ich wollte noch fortfahren, aber ich vermochte es nicht. Der Atem stockte mir förmlich, wonnig. Jugendlich war mir zumute und im Herzen empfand ich ein solches Glück, wie ich es noch niemals im Leben erfahren hatte. Alles das ist vernünftig und gottesfürchtig, spricht zu mir mein Gegner. Und auf jeden Fall sind Sie ein origineller Mensch. Lachen Sie nur über mich, antwortete ich ihm lächelnd. Später aber werden Sie selber meine Worte richtig finden. Ja, ich bin auch jetzt schon bereit, spricht er, Sie richtig zu finden. Erlauben Sie, dass ich Ihnen die Hand reiche, denn es scheint mir, Sie sind tatsächlich ein aufrichtiger Mensch. Nein, spreche ich. Jetzt in diesem Augenblick ist das nicht nötig. Aber später, wenn ich mich bessern und Ihre Achtung verdienen werde, wenn Sie mir dann Ihre Hand entstrecken, werden Sie schön handeln. Wir fuhren nach Hause. Mein Sekundant schimpfte den ganzen Weg über, ich aber küsse ihn nur. Sogleich haben auch alle Kameraden davon erfahren, und sie versammelten sich sofort, um noch am selben Tage mich zu richten. Er hat also die Uniform beschmutzt, möge er seinen Abschied einreichen. Es fanden sich indes auch Verteidiger. Dem Schuss des Gegners hat er gleichwohl seine Brust dargeboten. Ja, aber er hat Furcht gehabt vor weiteren Schüssen des Gegners, und er hatte an der Barriere um Verzeihung gebeten. Wenn er wirklich Furcht gehabt hätte vor weiteren Schüssen, entgegneten wiederum meine Verteidiger, so hätte er erst seine Pistole abgeschossen, bevor er noch um Verzeihung bat. Er hat die aber noch geladen in den Wald geschleudert. Nein, da handelt es sich um etwas anderes, um etwas durchaus Einzigartiges. Ich höre zu. Es macht mir Spaß, auf Sie hinzublicken.
Meine sehr Lieben, spreche ich. Meine Freunde und Kameraden. Seien Sie ohne Sorge darüber, ob ich meinen Abschied einreiche, weil ich dies nämlich bereits getan habe. Ich habe ihn schon eingereicht, noch heute Morgen in der Kanzlei, und sobald er mir bewilligt wird, werde ich sogleich ins Kloster gehen, denn nur um dies zu tun, reichte ich den Abschied ein. Kaum hatte ich dies ausgesprochen, da brachen auch schon alle ohne Ausnahme in Lachen aus. Ja, das hättest du gleich sagen sollen. Nun, jetzt findet auch alles schon seine Erklärung. Ein Mönch kann man natürlich nicht richten. Sie lachen, sie können sich gar nicht richtig beruhigen. Aber so freundlich lachen sie, so fröhlich. Es haben mich alle plötzlich lieb gewonnen, sogar meine allereifrigsten Ankläger. Und dann haben sie mich jeden ganzen Monat hindurch, bis der Abschied bewilligt war, nur so auf Händen getragen. Ach du Mönch, sprechen sie. Und jeder sagte mir ein freundliches Wort. Sie begannen auch mir abzuraten, sogar meinen Entschluss zu bedauern. Was tust du dir denn da an? Nein, sprechen sie, er ist bei uns schon ein tapferer Bursche. Er hat dem Schuss des Gegners seine Brust geboten, und er hätte wohl auch selber geschossen, wenn ihm nicht in der Nacht vorher geträumt hätte, er solle unter die Mönche gehen. Das ist der ganze Grund. Fast genau das Gleiche trug sich auch zu in der Gesellschaft unserer Stadt. Vorher hatte man mich nicht gerade besonders bemerkt, vielmehr nur freudig aufgenommen. Jetzt aber hatten alle kaum diesen Vorfall erfahren, so begannen sie auch schon, mich um die Wette einzuladen. Sie lachten zwar über mich, sie hatten mich aber alle lieb. Ich will ja noch bemerken, dass, obgleich alle damals ganz öffentlich von unserem Duell sprachen, gleichwohl die Obrigkeit diese Sache vertuschte. Mein Gegner war nämlich ein naher Verwandter des Generals. Da die Sache zudem ohne Blutvergießen abgegangen war, fiel mir so, als ob es sich nur um einen Scherz gehandelt habe, ja, und ich schließlich auch meinen Abschied eingereicht hatte, so haben sie unser Duell wie einen Spaß betrachtet. Und ich begann damals auch laut und furchtlos meine Anschauungen zu äußern, ungeachtet ihres Lachens, weil gleichwohl ihr Lachen kein boshaftes, vielmehr ein durchaus wohlwollendes war. Alle diese Gespräche gingen in der Regel am Abend vor sich, in Damengesellschaft. Vor allem die Frauen liebten es ja damals, mir zu lauschen, und sie veranlassten dazu auch die Männer. Ja, wie ist es denn möglich, dass ich für alle schuldig sein soll, sagt man mir immer wieder lachend ins Gesicht. Kann ich denn zum Beispiel für Sie schuldig sein? Ja, wie sollten Sie dies auch erkennen, antwortete ich ihnen, da doch die ganze Welt längst schon einen anderen Weg einschlug und Sie die tatsächliche Lüge für Wahrheit halten, ja, und auch von den anderen verlangen, dass sie lügen sollen. Ich habe mir da einmal im Leben den Mut genommen, und so gehandelt, wie es sich gehört. Und was war die Folge? Sie alle schauen auf mich wie auf einen Narren. Denn wenn sie mich auch lieb gewonnen haben, so lachen sie, sprach ich. Gleichwohl über mich. Ja, und wie sollte man auch so jemanden wie sie nicht lieb haben, sagt mir lachend mit lauter Stimme die Hausfrau. Und es war dabei eine große Gesellschaft bei ihr. Plötzlich sehe ich, es erhebt sich aus der Mitte der Damen jene selbe junge Person, derentwegen ich damals zum Zweikampf gefordert und die ich noch vor ganz kurzer Zeit mir zur Braut bestimmt hatte. Ich aber hatte gar nicht bemerkt, dass sie zu dieser Abendgesellschaft gekommen war. Sie stand auf, ging zu mir hin und reichte mir ihre Hand. Erlauben Sie, spricht sie, Ihnen kundzugeben, dass ich ganz und gar nicht über Sie lache, vielmehr im Gegenteil, Ihnen mit Tränen danke und Ihnen meine Hochachtung ausspreche für Ihr damaliges Verhalten. Es trat da auch ihr Gatte heran, und darauf drängten sich plötzlich auch alle anderen hinzu, und fast hätten sie mich geküsst. Es ward mir da so freudig zumute. Da fiel mir denn plötzlich auch ein schon älterer Herr auf, der gleichfalls auf mich zugekommen war, und den ich zwar früher schon den Namen nach kannte, mit dem ich aber niemals persönlich bekannt gewesen war und bis zu diesem Abend überhaupt kein Wort gesprochen hatte. D. Der geheimnisvolle Gast. Er war längst schon in unserer Stadt ansässig. Er war Beamter, nahm eine bedeutende Stellung ein, war allgemein geachtet, reich und als wohltätig bekannt. Er hatte ein beträchtliches Kapital für ein Armenasyl und ein Waisenhaus gestiftet und außerdem viel Gutes im Verborgenen getan, ferne der Öffentlichkeit, wie sich später bei seinem Tode herausstellte. Er war an 50 Jahre alt, hatte ein fast strenges Aussehen und war wenig redselig.
Geheiratet hatte er erst vor 10 Jahren eine noch ganz junge Frau, von der er 3 noch minderjährige Kinder hatte. Und da sitze ich dann am Abend darauf bei mir zu Hause, als sich plötzlich die Tür öffnet und dieser selbe Herr eintritt. Ich muss dabei bemerken, dass ich damals schon nicht mehr in meiner früheren Wohnung hauste. Als ich nur eben meinen Abschied eingereicht hatte, war ich umgezogen und hatte mich bei einer alten Frau, einer Beamtenwitwe, eingemietet und dabei abgemacht, dass ihr Dienstmädchen auch bei mir Dienst tue. Denn ich war nur deshalb in diese Wohnung eingezogen, weil ich den Afanasi noch an dem gleichen Tage, als ich vom Duell zurückgekehrt war, in die Kompanie zurückgeschickt hatte. Ich schämte mich ja, ihm in die Augen zu blicken, nach meinem Verhalten zu ihm von vorhin. So sehr geneigt ist der nicht vorbereitete Weltmensch, sich bisweilen selbst seines allergerechtesten Handelns zu schämen. Ich, spricht zu mir der Gast noch im Eintreten, höre ihn schon einige Tage in verschiedenen Häusern mit großem Interesse zu und hatte endlich gewünscht, persönlich mit ihnen bekannt zu werden, um mit ihnen noch eingehender über das alles zu sprechen. Können Sie, mein Herr, mir einen so großen Dienst erweisen? Ich tue das, spreche ich, mit sehr großem Vergnügen, und ich werde es mir als eine besondere Ehre anrechnen. Ich sage ihm dies ruhig. Selber aber war ich fast erschrocken. Einen so großen Eindruck hat er damals auf mich gleich von Anfang an gemacht. Denn wenn man mir auch zuzuhören und mir Interesse entgegenzubringen pflegte, so war doch noch niemand zu mir gekommen, mit einem so ernsten, strengen und nach innen gerichteten Blick. Und dabei war er noch selber zu mir in die Wohnung gekommen. Er setzte sich. Eine seltene Charakterstärke, so fährt er fort. Nehme ich an Ihnen wahr, denn Sie haben keine Furcht gehegt, der Wahrheit zu dienen, in einer Angelegenheit, in der Sie Gefahr liefen, für Ihre Aufrichtigkeit der allgemeinen Verachtung zu verfallen. Sie loben mich vielleicht in allzu übertriebener Weise, sagte ich ihm. Nein, durchaus nicht in übertriebener Weise, antwortet er. Glauben Sie mir, einen solchen Schritt zu tun ist bei weitem schwerer, als es Ihnen scheint. Ich, spricht er, bin eigentlich nur davon betroffen gewesen und deshalb bin ich auch zu Ihnen gekommen. Beschreiben Sie mir, wenn Ihnen meine vielleicht so unwürdige Neugierde nicht gerade zuwider ist, was Sie denn eigentlich in jener Minute empfunden haben, als Sie sich, noch während des Zweikampfes, entschlossen, um Entschuldigung zu bitten, wenn Sie sich nur daran erinnern. Halten Sie meine Frage nicht für leichtsinnig. Ich habe ganz im Gegenteil, wenn ich Ihnen eine solche Frage stelle, meine geheime Absicht, die ich Ihnen auch wahrscheinlich in der Folgezeit kundgeben werde, wenn es Gott gefällig sein wird, uns einander noch näher kommen zu lassen. Die ganze Zeit über, während er sprach, hatte ich ihm gerade in die Augen gesehen, und plötzlich flößte er mir größtes Zutrauen ein und außerdem auch eine außergewöhnliche Neugierde, denn ich fühlte es, dass ein ganz besonderes Geheimnis ihm auf der Seele liege. Sie fragen mich, was ich eigentlich in jenem Augenblick empfand, als ich meinen Gegner um Verzeihung bat? Antwortete ich ihm. Ich werde Ihnen aber lieber ganz vom Anfang an das erzählen, was ich den anderen noch nicht erzählt habe. Und ich erzählte ihm alles, was zwischen mir und dem Afanasi vorgefallen war und wie ich mich vor ihm bis zur Erde verneigt hatte. Hieraus können Sie selber ersehen, schloss ich, dass es mir schon während des Zweikampfes leichter war, um Verzeihung zu bitten, denn ich hatte bereits zu Hause damit begonnen. Und nachdem ich einmal diesen Pfad beschritten hatte, verlief alles Weitere nicht nur ohne jede Anstrengung, vielmehr sogar freudig und heiter. Er hörte mich an und blickte so freundlich auf mich. Das alles, spricht er, ist außerordentlich interessant. Ich werde wieder und wieder zu Ihnen kommen. Und er begann von da an fast jeden Abend zu mir zu kommen, und wir hätten uns wohl gar sehr angefreundet, wenn er mir auch von sich selbst erzählt hätte. Davon sprach er aber fast kein Wort. Er fragte vielmehr immer nur mich über mich selber aus. Trotzdem gewann ich ihn außerordentlich lieb und vertraute ihm völlig in allen meinen Gedanken, denn ich denke mir ja, wozu brauche ich denn seine Geheimnisse? Auch ohne dies sehe ich, dass er ein gerechter Mensch ist. Zudem ist er aber auch noch so ein ernster und mir in Jahren so überlegener Mensch. Und trotzdem geht er zu mir, einem Jüngling, und verachtet mich nicht.
und viel Nützliches lernte ich auch von ihm, denn er war ein Mann von hohem Geiste. »Dass das Leben ein Paradies ist«, spricht er plötzlich zu mir, »daran denke ich lange schon.« Und plötzlich fügt er hinzu, »ich denke ja überhaupt nur an dies eine.« Er sieht mich an und lächelt. »Ich bin mehr als Sie«, spricht er, davon überzeugt. »Später werden Sie erfahren, weshalb.« Ich höre dies und denke für mich, da will er mir wahrscheinlich ein Geständnis machen. »Das Paradies«, spricht er, »liegt in einem jeden von uns verborgen, und jetzt öffnet es sich gerade in mir. Und wenn ich nur will, so wird es noch morgen für mich tatsächlich erstehen, und schon für mein ganzes Leben.« Ich sehe, mit Rührung spricht er und geheimnisvoll blickt er auf mich, gleich als ob er an mich eine Frage richte. Darüber aber, fährt er fort, dass jeder Mensch für alle und alles schuldig ist, ganz abgesehen von seinen eigenen Sünden, darüber haben sie völlig richtig geurteilt. Es ist wirklich erstaunlich, dass sie diesen Gedanken plötzlich in einer solchen Fülle erfassen konnten, und es ist in Wahrheit richtig, dass, wenn die Menschen diesen Gedanken begreifen werden, dass dann für sie das himmlische Reich schon nicht mehr in der Fantasie, vielmehr in Wirklichkeit anbrechen wird. Wann aber, rufe ich da voll Kummer aus, wird sich dies endlich erfüllen? Und wird es sich überhaupt noch einmal erfüllen? Ist dies nicht nur ein Traum? Wie aber, spricht er, das glauben Sie ja selber nicht. Sie predigen und glauben selber nicht. Wissen Sie aber, dass zweifellos dieser Traum, wie Sie sich ausdrücken, erfüllt wird. Seien Sie nur dessen gewiss, wenn auch nicht jetzt gleich, denn jede Wirkung hat ihr eigenes Gesetz. Das ist aber zudem auch noch eine Angelegenheit der Seele, eine psychologische Sache. Damit die Welt eine andere werde, dazu ist es nötig, dass die Menschen selber einen neuen Seelenpfad einschlagen. Bevor aber nicht ein jeder von uns in Wahrheit zu einem neuen Bruder wird, für einen jeden wird kein Brudertum herrschen unter den Menschen. Denn niemals werden die Menschen aufgrund der Ergebnisse irgendeiner Wissenschaft oder durch die Aussicht auf irgendeinen Vorteil es fertigbringen, ihr Eigentum und ihre Rechte untereinander zu teilen, ohne einander zu kränken. Immer wird es einen jeden von ihnen zu wenig dünken, was er erhielt. Und alle werden murren, sich hassen und einander vernichten. Sie fragen, wann dies erfüllt werden wird? Es wird erfüllt werden. Zuerst muss aber die Periode der menschlichen Vereinigung sich verwirklichen. »Was ist denn das für eine Vereinigung?«, fragte ich ihn. »Gerade die, die jetzt überall erstrebt wird, besonders in unserem Jahrhundert, aber noch nicht völlig abgeschlossen ward, noch nicht ihren Endpunkt fand. Denn jeder strebt ja heute danach, seine Persönlichkeit möglichst abzusondern. Jeder will in sich selber die ganze Fülle des Lebens erfahren. Und dabei ist das Ergebnis aus allen seinen Anstrengungen nicht die Fülle des Lebens, sondern fragloser Selbstmord. Denn statt völlige Entfaltung ihres Lebens zu erlangen, verfallen sie in totale Vereinsamung. In unserem Jahrhundert zieht sich ein jeder in seine Höhle zurück. Jeder entfernt sich von dem anderen, verbirgt sich selber und was er besitzt und endet damit, dass er selber von den Menschen zurückgestoßen wird und selber die Menschen von sich zurückstößt. Er sammelt für sich, in Einsamkeit lebend, Reichtümer und denkt, wie mächtig bin ich jetzt und wie bin ich vor Mangel geschützt. Er weiß aber nicht, der Tor, dass, je mehr er Reichtümer ansammelt, er nur umso tiefer in selbstmörderischer Kraftlosigkeit versinkt. Denn er gewöhnt sich ja daran, auf sich allein alle Hoffnungen zu setzen. Von dem Ganzen sondert er sich ab als Einzelwesen. Er gewöhnte seine Seele daran, nicht an die Hilfe von Menschen zu glauben, nicht an die Menschen und an die Menschheit, und nur darum zu zittern, sein Geld und die von ihm erworbenen Rechte möchten verfallen. Allüberall beginnt jetzt der Menschengeist in lächerlicher Weise zu verkennen, dass die tatsächliche Sicherstellung der Person nicht in ihrer vereinzelten persönlichen Anstrengung sich gründen kann, vielmehr nur in der Einheit aller Menschen. Aber unbedingt wird die Zeit auch dieser furchtbaren Vereinsamung ein Ziel setzen. Und alle werden dann auf einmal begreifen, wie unnatürlich es war, dass sie sich einer von dem anderen absonderten. Und solches wird schon das Wehen der Zeit sein. Und die Menschen werden darüber staunen, dass sie so lange im Schatten saßen.
und das Licht ihnen verborgen war. Dann wird auch das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Aber bis zu dieser Zeit muss man gleichwohl dies Zeichen hüten und darf es nicht verloren geben. Vielmehr soll der Mensch, wenn auch nur als Einzelner, und wieder alles erwarten, ein Beispiel geben und die Seele aus der Vereinsamung auf den Weg der brüderlichen Gemeinschaft führen. Und wenn er darum auch nur für einen Narren gehalten werden wird, das muss sein, damit nicht der große Gedanke sterbe. In so flammenden und begeisternden Unterhaltungen vergingen unsere Abende, einer nach dem anderen. Ich hatte es sogar völlig aufgegeben, in Gesellschaft zu gehen, und begann viel seltener Besuche zu machen, ganz abgesehen davon, dass ich auch aus der Mode zu kommen anfing. Ich sage dies ohne Erbitterung, denn man fuhr ja fort damit, mich zu lieben und sich freundlich zu mir zu verhalten. Dass aber tatsächlich die Mode in der Welt keine geringe Rolle spielt, muss man doch wohl zugeben. Auf meinen geheimnisvollen Gast begann ich schließlich nur noch mit Entzücken hinzublicken, denn ganz abgesehen davon, dass ich mich an seinem Geiste erlabte, begann ich auch vorauszufühlen, dass er in sich eine ganz bestimmte Absicht nähere und sich zu einer vielleicht großen Tat vorbereite. Vielleicht gefiel es ihm auch, dass ich keinerlei Neugier an den Tag legte in Hinsicht auf sein Geheimnis und ihn weder direkt noch auf Umwegen auszufragen pflegte. Ich bemerkte aber schließlich, dass er auch selber sich wie zu quälen beginne, in dem Wunsche, mir irgendein Geständnis zu machen. Wenigstens war das schon sehr auffällig, etwa einen Monat, nachdem er damit begonnen hatte, mich zu besuchen. »Wissen Sie denn auch«, fragte er mich einst, »dass man in der Stadt großes Interesse hegt für uns beide und sich darüber wundert, dass ich so häufig zu Ihnen komme?« »Möge man es nur. Bald wird sich ja alles aufklären.« Bisweilen befiel ihm plötzlich eine außerordentliche Aufregung, und in solchen Fällen pflegte er fast immer aufzustehen und wegzugehen. Bisweilen blickte er aber lange und als ob er mich völlig durchschauen wolle, auf mich. Ich denke, irgendetwas wird er sogleich eröffnen. Er aber lässt plötzlich davon ab und spricht von etwas Bekanntem und Gewöhnlichem. Auch begann er sich häufig über Kopfschmerzen zu beklagen, und da, einstmals, völlig unerwarteterweise, nachdem er eben erst lange und feurig gesprochen hatte, sehe ich, er ward plötzlich ganz bleich. Sein Gesicht hat sich völlig verzogen, und er blickt unverwandt auf mich. »Was ist Ihnen?« spreche ich. »Sind Sie vielleicht unwohl?« Er hatte sich nämlich gerade eben erst über Kopfschmerzen beklagt. »Ich, wissen Sie es, ich habe einen Menschen getötet.« Er sprach es aus und lächelte, und dabei ist er bleich wie Kreide. Weshalb lächelt er denn nur? Dieser Gedanke durchbohrte mir plötzlich das Herz, bevor ich noch über irgendetwas klar werden konnte. Ich selber war erbleicht. »Wie kamen Sie denn dazu?« rufe ich. »Sehen Sie«, antwortet er mir immer mit demselben bleichen Lächeln, »wie schwer es mir ward, das erste Wort zu sagen. Jetzt habe ich es aber ausgesprochen, und es scheint, ich betrat den richtigen Weg. Ich werde ihn zu Ende gehen.« Lange wollte ich ihm nicht glauben. Ja, und auch nicht auf einmal schenkte ich ihm Glauben, vielmehr erst, nachdem er 3 Tage hintereinander zu mir gekommen war und mir alles bis in alle Einzelheiten erzählt hatte. Ich hielt ihn anfangs für gestört, überzeugte mich aber schließlich, zu meinem großen Kummer und Staunen, deutlich davon, dass er die Wahrheit gesprochen hatte. Er hatte tatsächlich 14 Jahre vor dem ein großes und furchtbares Verbrechen an einer reichen Dame begangen, der Witwe eines Gutsbesitzers, die jung und schön war und in unserer Stadt ein eigenes Haus besaß. Zu ihr hatte ihn eine leidenschaftliche Liebe erfasst. Er gestand ihr seine Liebe und wollte sie überreden, seine Gattin zu werden. Sie aber hatte bereits ihr Herz einem anderen geschenkt, einem bekannten Offizier von hohem Range, der damals im Felde stand und den sie indes bald zurückerwartete. Seinen, meines geheimnisvollen Gastes, Antrag hatte sie abgelehnt und ihn gebeten, sie nicht mehr zu besuchen.
Daraufhin hatte er, der die Räumlichkeiten ihres Hauses genau kannte, sich einst in der Nacht vom Garten aus über das Dach bei ihr eingeschlichen, und das war außerordentlich verwegen, da er jeden Augenblick entdeckt zu werden riskierte. Indes gelingen gewöhnlich gerade die mit besonderer Keckheit ausgeführten Verbrechen häufiger als die anderen. Nachdem er durch ein Dachfenster den Boden des Hauses betreten hatte, stieg er auf einer kleinen Treppe zu ihr in die Wohnräume hinunter, da er wusste, dass die Türe, die am Ende der Treppe lag, infolge Nachlässigkeit der Dienstboten nicht immer verschlossen war. Er hatte auf diese Fahrlässigkeit auch diesmal gerechnet und sich nicht geirrt. In der Dunkelheit fand er dann den Weg zu ihrem Schlafzimmer, dem ein Lämpchen vor den heiligen Bildern brannte. Und wie absichtlich waren gerade die beiden Dienstmädchen insgeheim, ohne eine Erlaubnis zu erfragen, in die Nachbarschaft zu einer Namenstagsfeier gegangen, die in derselben Straße stattfand. Die anderen Diener und Dienerinnen schliefen aber in den Gesindezimmern und in der Küche in der unteren Etage. Beim Anblick der Schlafenden war in ihm erst die Leidenschaft entflammt, daraufhin aber hatte sein Herz rasende Rachsucht und Eifersucht befallen. Und ohne recht zu wissen, was er tue, wie ein Trunkener, war er hereingetreten und hatte ihr ein Messer gerade ins Herz gestoßen, so dass sie nicht einmal geschrien hatte. Darauf hatte er in höllischer, verbrecherischer Berechnung alle Vorkehrungen so getroffen, dass der Verdacht auf die Dienerschaft fallen musste. Er hatte sich nicht einmal gescheut, ihren Geldbeutel an sich zu nehmen. Er hatte mit den Schlüsseln, die er unter ihrem Kissen hervorgezogen hatte, ihre Kommode geöffnet und ihr einige Sachen entnommen. Und gerade so, wie es ein ungebildeter Dienstbote getan hätte, das heißt die Wertpapiere, ließ er zurück. Er nahm nur Geld und einige größere Goldsachen, während er die 10-mal kostbareren, aber kleineren Schmuckstücke zurückließ. Er nahm aber auch noch irgendetwas sich zum Andenken mit, davon jedoch später. Nachdem er dies furchtbare Verbrechen begangen hatte, entfernte er sich auf demselben Wege. Weder am anderen Tag, als Lärm geschlagen ward, noch jemals später während seines ganzen Lebens, war irgendwer darauf gekommen, den wirklichen Übeltäter zu vermuten. Ja, und auch von seiner Liebe zu ihr wusste niemand. Denn er war stets von schweigsamem, nicht mitteilsamem Charakter gewesen und besaß auch keinen Freund, dem er seine Seele anvertraut hätte. Man hielt ihn einfach für einen Bekannten der Ermordeten und nicht einmal für einen ihrer besonders Nahestehenden, denn in den letzten 2 Wochen hatte er sie ja gar nicht mehr besucht. Der Verdacht fiel hingegen sogleich auf ihren leibeigenen Diener Peter, und zufällig trafen alle Umstände zusammen, um diesen Verdacht zu bekräftigen. Denn dieser Diener wusste, und die Verstorbene hatte es ihm selber nicht verheimlicht, dass sie beabsichtigte, ihn unter die Soldaten zu stecken, weil sie verpflichtet war, einen Rekruten zu stellen, und er allein stand und außerdem von schlechter Aufführung war. Man hatte gehört, wie er betrunken im Wirtshaus voller Wut gedroht hatte, sie zu töten. 4 Tage vor ihrem Tode war er aber davongelaufen und hatte irgendwo in der Stadt gehaust. Am Tage nach dem Morde fand man ihn aber auf der Landstraße, nicht weit von der Stadt, besinnungslos betrunken mit einem Messer in der Tasche. Und dazu war noch aus irgendeinem Grunde seine rechte Handfläche mit Blut besudelt. Er behauptete zwar, dies Blut sei ihm aus der Nase geflossen, aber man glaubte ihm nicht. Die Dienstmädchen gestanden, dass sie zu besagter Namentagsfeier gegangen waren und dass die Haustüre bis zu ihrer Rückkehr unverschlossen geblieben war. Ja, und außerdem hatten sich noch eine Menge dem ähnliche Anzeichen gefunden, aufgrund deren man den unschuldigen Diener auch belangte. Man nahm ihn fest und begann die Untersuchung. Da aber schon eine Woche später erkrankte der Gefangene an einem hitzigen Fieber und er starb im Krankenhaus, ohne die Besinnung wiedererlangt zu haben. Damit fand die Angelegenheit ihr Ende. Man gab den Verstorbenen dem Willen Gottes anheim und alle, die Richter, die Obrigkeit und die ganze Gesellschaft, blieben überzeugt, dass niemand anders das Verbrechen verübt habe als eben dieser tote Diener. Aber da erst begann die Bestrafung des wirklichen Täters. Mein geheimnisvoller Gast, nunmehr schon mein Freund, erzählte, er habe anfangs überhaupt nicht an Gewissensbissen gelitten. Gelitten habe er freilich lange Zeit, aber nicht daran, vielmehr nur aus Gram darüber, dass er die geliebte Frau getötet habe,
dass sie schon nicht mehr da ist und dass er, als er sie tötete, nur seine Liebe getötet habe, während das Feuer der Leidenschaft in seinem Blute weiterbrannte. Dass er aber unschuldiges Blut vergossen und einen Menschen ermordet habe, kam ihm damals fast gar nicht in den Sinn. Es erschien ihm ja der Gedanke daran, dass sein Opfer eines anderen Gattin werden könnte, unmöglich zu ertragen, und deshalb war er lange Zeit hindurch durchaus überzeugt, dass er gar nicht anders habe handeln können. Es beunruhigte ihn freilich anfangs die Verhaftung des Dieners, aber die rasche Krankheit und dann der Tod des Arrestanten beschwichtigten ihn wieder. Denn jener war, aller Augenscheinlichkeit nach, so urteilte er wenigstens damals, nicht infolge seiner Verhaftung und seines Schreckens, vielmehr an einer einfachen Krankheit gestorben, die er sich gerade in jenen Tagen seiner Flucht geholt hatte, als er besinnungslos betrunken eine ganze Nacht lang auf der nassen Erde gelegen hatte. Die gestohlenen Gegenstände und das Geld machten ihm aber wenig Sorgen. Denn, so urteilte er gleichfalls, der Diebstahl war ja nicht aus Eigennutz geschehen, vielmehr nur um den Verdacht nach einer anderen Seite abzulenken. Die Summe des gestohlenen Geldes war zudem unbedeutend, und er hatte bald danach diese ganze Summe und sogar eine weit größere für das Armenasyl gespendet, das damals in unserer Stadt errichtet ward. Absichtlich hatte er das getan, um sein Gewissen zu beruhigen, hinsichtlich des Diebstahls und, das ist bemerkenswert, es war ihm das auch durchaus gelungen für einige Zeit und sogar für eine lange. Er selber sagte mir dies. Er hatte sich damals einer wichtigen dienstlichen Tätigkeit mit Leidenschaft hingegeben. Er hatte sich selber eine mühevolle und schwierige Arbeit ausgebeten, die ihn 2 Jahre beschäftigt hatte. Und da er festen Charakters war, hatte er das Vergangene fast vergessen. Wenn es ihm aber einmal einfiel, gab er sich Mühe, überhaupt nicht daran zu denken. Er widmete sich mit Eifer der Wohltätigkeit, traf darin mancherlei neue Einrichtungen und spendete dafür viel Geld in unserer Stadt. Er machte sich auch in den Hauptstädten bemerkbar und ward in Petersburg und in Moskau zum Mitglied der dortigen Wohltätigkeitsgesellschaften ernannt. Aber gleichwohl begann er endlich bedenklich zu werden und sich zu quälen, und das trug nicht zur Erhebung seiner Kräfte bei. Da erregte denn ein schönes und kluges junges Mädchen sein Wohlgefallen, und er beeilte sich, es heimzuführen in der Hoffnung, er könne durch die Ehe seines einsamen Grames Herr werden, und er werde, wenn er den neuen Pfad betreten habe und mit Eifer seine Pflicht der Gattin und den Kindern gegenüber erfülle, für immer von den alten Erinnerungen loskommen. Es trat aber gerade das Gegenteil von dem ein, was er erwartet hatte. Schon im ersten Monat seiner Ehe begann ihn unaufhörlich der Gedanke zu quälen: Hier, meine Gattin liebt mich, und nun, was denn, wenn sie erfahren würde? Als seine Gattin sich zum ersten Male guter Hoffnung fühlte und ihm das mitteilte, kam ihm plötzlich der quälende Gedanke: Ich gebe Leben, ich selber aber habe Leben vernichtet. Es wurden ihm Kinder geboren, und er dachte: Wie wage ich es denn, sie zu lieben, sie zu unterrichten und zu erziehen? Wie werde ich ihnen denn von der Tugend erzählen? Ich habe ja Blut vergossen. Die Kinder entwickelten sich prächtig, er möchte sie liebkosen. Ich kann aber gar nicht in ihre unschuldigen, klaren Gesichtchen schauen. Ich bin dessen ja nicht würdig. Endlich begannen ihn furchtbare und bittere Vorstellungen zu überkommen von dem ermordeten Opfer. Ihr vernichtetes junges Leben, ihr Blut, das nach Rache schrie. Er begann furchtbare Traumbilder zu sehen. Da er indes festen Herzens war, ertrug er lange Zeit diese Qual und dachte: Alles werde ich sühnen durch meine geheimen Schmerzen. Aber auch diese Hoffnung war vergeblich. Sein Leiden ward nur immer heftiger. In der Gesellschaft begann man ihm dabei mit Achtung zu begegnen, wegen seiner Wirksamkeit in der Wohltätigkeit, wenn man auch allgemein Scheu hegte vor seinem strengen und finsteren Wesen. Je mehr man ihm aber Achtung zu erweisen begann, umso unerträglicher ward es ihm. Er gestand mir, er habe daran gedacht, Selbstmord zu begehen. Stattdessen begann er aber einen anderen Gedanken zu erwägen. Ein Gedanken, den er anfangs für unmöglich und sinnlos gehalten hatte, der sich aber schließlich derart in sein Herz eingesogen hatte, dass es unmöglich war, ihn von dort herauszureißen. Er dachte nämlich daran, sich zu ermannen, vor das Volk zu treten und allen zu gestehen, dass er einen Menschen getötet habe. 3 Jahre schleppte er diesen Plan mit sich herum,
und er malte ihn sich in immer neuer Gestalt aus. Endlich ward er von ganzem Herzen gewiss, dass, wenn er sein Verbrechen bekannt habe, er zweifellos seine Seele zu heilen und ein für allemal zu beruhigen vermöchte. Als er aber zu dieser Überzeugung gekommen war, erfasste ihn Entsetzen, denn wie sollte er das ausführen? Und da ereignete sich plötzlich jener Vorfall bei meinem Duell. Indem ich auf sie schaute, habe ich mich entschlossen. Ich blickte auf ihn. Konnte denn aber tatsächlich, rief ich aus und ich rang die Hände, ein so unbedeutender Vorfall in ihnen einen solchen Entschluss reifen lassen? Mein Entschluss brauchte 3 Jahre, um zu reifen, antwortete er mir. Der Vorfall mit ihnen gab mir nur den letzten Anstoß. Als ich auf sie schaute, da machte ich mir selber Vorwürfe und beneidete sie. Das sagte er mir sogar mit einer gewissen Schroffheit. Ja, aber man wird ihnen gar nicht glauben, bemerkte ich ihm. 14 Jahre sind ja seitdem verflossen. Ich habe Beweisstücke, bedeutungsvolle. Ich werde sie vorlegen. Unterbrach ich dann in Weinen aus und küsste ihn. Eines entscheiden Sie nur eines, sprach er zu mir. Meine Frau, meine Kinder, meine Frau wird vielleicht vor Gram sterben. Wenn aber auch meine Kinder weder ihres Adels noch ihres Besitztums verlustig gehen, so sind sie doch die Kinder eines Zuchthäuslers, und das für ewig. Und was für ein Andenken lasse ich in ihren Herzen zurück. Ich schweige. Aber von ihnen Abschied zu nehmen, sie auf immer verlassen, es ist ja jetzt auf ewig. Auf ewig. Ich sitze und bete still für mich. Endlich stand ich auf. Es war mir schrecklich zumute. Was denn? Und er blickt mich an. Gehen Sie, spreche ich, und legen Sie ein volles Geständnis ab vor dem Volke. Alles wird ja vorübergehen. Nur die Wahrheit allein wird bleiben. Ihre Kinder werden heranwachsen, und dann werden sie begreifen, wie viel Hochherzigkeit in ihrem Entschluss lag. Als er mich damals verließ, war es so, als ob er sich tatsächlich entschlossen habe. Gleichwohl kam er aber noch mehr als 2 Wochen jeden Abend zu mir. Immer noch bereitete er sich vor, noch immer vermochte er sich nicht zu entscheiden. Er folterte geradezu mein Herz. Bald kam eine feste Entschlossenheit und spricht mit Rührung. Ich weiß, dass das Paradies für mich anbrechen wird, sobald ich nur das Geständnis ablegen werde. 14 Jahre lebte ich in der Hölle. Ich will leiden. Ich werde das Leiden auf mich nehmen und dann erst zu leben beginnen. Mit der Lüge wirst du wohl die Welt durchwandern, ja, aber nicht zurückkehren, sagt das Volk. Jetzt wage ich es ja nicht nur nicht meinen Nächsten, nein, nicht einmal meine eigenen Kinder zu lieben. Mein Gott, es werden ja meine Kinder vielleicht begreifen, was mir mein Leiden kostete, und sie werden mich dann nicht verdammen. Der Herrgott ist nicht in der Kraft, vielmehr in der Wahrheit. Alle werden ihr Vorgehen begreifen, sagte ich ihm. Wenn nicht sogleich, so werden sie es später begreifen. Denn der Wahrheit dienten sie ja, der höchsten Wahrheit, der nichtirdischen. Und dann geht er von mir, als ob er getröstet wäre. Am anderen Tage aber kommt er plötzlich wieder und ist böse, bleich und spricht wie im Hohne. Jedes Mal, wenn ich bei ihnen eintrete, blicken sie auf mich mit einer solchen Neugier, als ob sie sagen wollten, er hat also wiederum nicht die Anzeige gegen sich erhoben. Warten Sie nur, verachten Sie mich nicht allzu sehr. Das ist ja durchaus nicht so leicht, wie Sie es annehmen. Vielleicht werde ich es überhaupt noch nicht tun. Werden Sie dann aber nicht gegen mich Anklage erheben, wie? Ich aber hegte nicht nur Scheu davor, mit törichter Neugierde auf ihn zu blicken. Nein, überhaupt ihn nur anzuschauen, fürchtete ich mich. Gequält war ich, dass ich krank zu werden fürchtete, und meine Seele war voll Tränen. Ich hatte sogar den nächtlichen Schlaf eingebüßt. Ich komme soeben, fährt er fort, von meiner Frau. Verstehen Sie denn auch, was das heißt, eine Gattin? Als ich wegging, rufen mir die Kinderchen nach. Leben Sie wohl, Vater, kommen Sie nur bald wieder, um mit uns das Lesebuch für Kinder zu lesen. Nein, Sie verstehen das nicht. Fremdes Unglück macht uns nicht klug. Und die Augen funkelten ihm, seine Lippen bebten nur so. Plötzlich schlug er mit der Faust auf den Tisch, dass die daraufstehenden Gegenstände nur so aufsprangen. Und er war doch sonst ein so weicher Mensch.
Das begegnete ihm zum ersten Male. »Ja, ist es denn nötig?« rief er aus. »Ja, muss man es denn? Es ist doch niemand verurteilt worden. Niemand hat man meinetwegen zur Zwangsarbeit geschickt. Der betreffende Dienstbote ist ja an einer Krankheit gestorben. Für das Blut aber, das ich vergoss, ward ich schon genug bestraft durch meine Qualen. Ja, und man wird mir auch überhaupt keinen Glauben schenken. Keinem von meinen Beweisen wird man Glauben schenken. Ist es denn nötig, eine Anzeige zu machen? Ist das wirklich nötig? Für das vergossene Blut bin ich mein ganzes Leben lang bereit, mich noch weiter zu quälen, um nur nicht das Glück meiner Gattin und meiner Kinder zu zerstören. Wird es denn auch gerecht sein, wenn wir sie mit uns dem Verderben weihen? Irren wir uns denn auch nicht? Wo ist denn da die Wahrheit? Ja, und werden diese Leute überhaupt die Wahrheit erkennen? Werden sie sie schätzen? Werden sie sie ehren? Mein Gott, denke ich für mich, in einem solchen Augenblick denkt er auch noch an die Ehrung des Menschen. Und derart ward es mir damals leid um ihn, dass ich, so scheint es mir, selber sein Schicksal geteilt hätte, wenn ich es nur so hätte erleichtern können. Ich sehe, er ist wie außer sich. Und ich entsetze mich, da ich schon nicht nur mit meinem Verstande, vielmehr mit meiner lebendigen Seele begriffen hatte, was ein solcher Entschluss kostet. »So entscheiden Sie denn mein Schicksal«, rief er wiederum aus. »Gehen Sie und erheben Sie Anzeige gegen sich«, flüsterte ich ihm zu. Die Stimme versagte mir. Ich hatte aber in entschiedenem Tone geflüstert. Ich nahm da vom Tische das Evangelium in russischer Übersetzung und wies ihm Evangelium des Johannes Kapitel 12, den Vers 24. »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ein Weizenkorn, das zur Erde fiel, nicht stirbt, so wird es eines bleiben. Wenn es aber sterben wird, so wird es vielfältige Frucht bringen.« Ich hatte diesen Vers eben erst gelesen, bevor er gekommen war. Er las. »Das ist wahr«, spricht er. Er lächelte aber bitter. »Ja, in diesen Büchern«, sagt er nach einer Pause, »findet man Gott weiß was alles. Leicht ist es, sie einem unter die Nase zu schieben. Wer hat sie aber geschrieben, wenn nicht Menschen?« »Der Heilige Geist hat sie geschrieben«, sage ich. »Sie haben gut reden«, lächelt er wiederum, diesmal aber fast schon mit Hass. Ich nahm das Buch zurück, schlug es an einer anderen Stelle auf und zeigte ihm den Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 31. Er las: »Furchtbar ist es, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen.« Er las es, ja, und er warf dann geradezu das Buch von sich. Er zitterte sogar am ganzen Körper. »Einen furchtbaren Vers«, spricht er. »Man muss es gestehen, haben Sie da ausgewählt.« Er erhob sich von seinem Stuhle. »Jetzt«, sagt er, »leben Sie wohl. Vielleicht werde ich auch nicht mehr zu Ihnen kommen. Im Paradies werden wir uns wiedersehen. Das bedeutet demnach, es sind schon 14 Jahre her, dass ich in die Hände des lebendigen Gottes fiel. So müssen demnach wohl diese 14 Jahre überschrieben werden. Morgen werde ich diese Hände bitten, dass sie mich loslassen.« Ich wollte ihn umarmen und küssen, ja, und ich wagte es nicht. Sein Gesicht war derart verzogen, dass es schwer ward, ihn auch nur anzuschauen. Er ging hinaus. »Mein Gott«, dachte ich, »wo ist dieser Mensch hingegangen?« Ich warf mich dann sogleich auf die Knie vor dem heiligen Bilde und weinte über ihn zur heiligen Gottesmutter, die da rasch Schutz und Hilfe bringt. Mehr als eine halbe Stunde war vergangen, dass ich weinend im Gebet verweilte. Es war aber schon spät in der Nacht, gegen 12 Uhr. Plötzlich sehe ich, die Tür öffnet sich und er tritt wiederum ein. Ich wunderte mich. »Wo sind Sie denn gewesen?«, frage ich ihn. »Ich«, spricht er, »ich habe, so scheint es, irgendetwas vergessen, mein Taschentuch, so scheint es. Nun, wenn ich aber auch gar nichts vergessen habe, lassen Sie mich niedersitzen.« Er setzte sich auf einen Stuhl. Ich stehe vor ihm. »Setzen Sie sich auch«, spricht er. Ich setze mich. So saßen wir mehr als 2 Minuten. Er blickt durchdringend auf mich und plötzlich lächelt er. Ich erinnere mich daran wohl. Dann stand er auf, umarmte mich hastig und küsste mich. »Erinnere dich daran«, spricht er, »dass ich ein zweites Mal zu dir kam. Hörst du?
Behalte das wohl im Gedächtnis. Zum ersten Male hatte er du zu mir gesagt und er ging. Morgen, dachte ich mir. Und so ist es denn auch gekommen. Ich wusste aber noch nicht an diesem Abend, dass gerade auf den morgigen Tag auch sein Geburtstag fiel. Ich selber war in den letzten Tagen nirgendwohin ausgegangen. Und deshalb hätte ich das auch gar nicht von irgendwem erfahren können. An seinem Geburtstage pflegte sich aber alljährlich bei ihm eine große Gesellschaft einzufinden. Die ganze Stadt kam dann angefahren. So auch diesmal. Da aber seine Vorgesetzten gleichfalls zugegen waren, so las er dort auch allen Anwesenden mit lauter Stimme ein Papier vor, das die volle Beschreibung des ganzen Verbrechens bis in alle Einzelheiten enthielt. Wie ein Auswurf stoße ich mich selber aus der Mitte der Menschen aus. Gott hat mich heimgesucht. So schloss das Papier. Es verlangt mich danach zu leiden. Daraufhin nahm er denn auch aus der Tasche und legte auf den Tisch alles, womit er sein Verbrechen zu beweisen glaubte und was er 14 Jahre lang bewahrt hatte. Die goldenen Schmucksachen der Ermordeten, die er selbst gestohlen hatte, um den Verdacht von sich abzuwenden. Ihr Medaillon und ihr Kreuz, das er ihr vom Halse genommen hatte. In dem Medaillon aber war das Bild ihres Bräutigams. Ihr Notizbuch und endlich zwei Briefe. Ein Brief des Bräutigams an sie mit der Nachricht von seiner baldigen Rückkehr und ihre Antwort auf diesen Brief, die sie angefangen, aber nicht zu Ende geschrieben und auf dem Tische liegen gelassen hatte, um sie am nächsten Tage mit der Post abzuschicken. Auch diese Briefe hat er damals an sich genommen. Wozu? Wozu hat er sie dann noch 14 Jahre aufbewahrt, statt sie, die ihn doch verraten konnten, zu vernichten? Und er ereignete sich dann dieses. Alle gerieten in Staunen und Entsetzen. Und niemand wollte das für wahr halten, obgleich alle mit außerordentlichem Interesse zugehört hatten. Aber so wie der Beichte eines Kranken. Und wenige Tage später stand es denn schon in der ganzen Stadt durchaus fest, dass dieser Unglückliche verrückt geworden sei. Die Obrigkeit und das Gericht mussten freilich die Sache anhängig machen. Aber auch sie bereiteten ihrer Verfolgung ein rasches Ende. Wenn nämlich auch die vorgelegten Sachbeweise und Briefe zu denken gaben, kam man doch zu dem Ergebnis, dass, sollten sich auch diese Beweisstücke als richtig erweisen, gleichwohl einzig und allein auf sie hin eine bestimmte Anklage nicht erhoben werden könne. Ja, und alle diese Dinge konnten doch auch von der Ermordeten selber ihm zum Aufbewahren gegeben worden sein, als ihrem Bekannten und Vertrauten. Ich erfuhr übrigens, dass die Echtheit der Sachbeweise später durch viele Bekannte und Verwandte der Ermordeten festgestellt worden seien und dass kein Zweifel hierin bestanden habe. Aber dieser Angelegenheit war es nun einmal nicht beschieden, ihren Lauf zu nehmen. Nach 5 Tagen erfuhren alle, dass der Dulder erkrankt sei und man für sein Leben fürchte. In welcher Krankheit er litt, kann ich nicht angeben. Man sagte an einer Herzkrankheit. Es war aber bekannt, dass das Konsilium der Ärzte auf den dringenden Wunsch der Gattin auch seinen Geisteszustand geprüft hatte. Und die Ärzte waren damals zu dem Ergebnis gelangt, es liege bereits Geistesstörung vor. Ich habe nichts verraten, wenn auch alle mich mit Fragen bestürmten. Als ich ihn aber zu besuchen wünschte, hat man mir dies lange verweigert, vor allem seine Gattin. »Das sind Sie«, spricht sie, »der mir ihn verrückt gemacht hat. Er war auch schon vorher schon finster. Im letzten Jahre aber bemerkten alle an ihm eine ganz außerordentliche Erregung und seltsame Handlungen. Und da haben sie ihn denn auch geradezu zugrunde gerichtet. Dazu haben sie ihn angestiftet. Er kam ja einen ganzen Monat gar nicht aus ihrem Hause heraus.« »Und wie denn?« »Nicht nur seine Gattin, vielmehr auch alle in der Stadt fielen über mich her und beschuldigten mich.« »An alledem sind nur Sie allein schuld«, sprechen sie. Ich schweige. »Ja, und ich bin froh in meiner Seele, denn ich hatte die zweifellose Gnade Gottes erkannt gegenüber jenem, der sich gegen sich selber erhoben und sich selber gestraft hatte. An seine Verrücktheit vermochte ich aber nicht zu glauben. Endlich ließ man auch mich zu ihm hinein. Er selber hatte dringend darum gebeten, um sich von mir zu verabschieden. Ich trat ein und erkannte augenblicklich, dass nicht nur seine Tage, vielmehr auch seine Stunden gezählt seien. Er war schwach, gelb im Gesicht. Seine Hände zitterten und er ringt nach Atem, aber er blickt gerührt und froh. »Es ist vollbracht«, sprach er zu mir. »Längst schon dürstet mich danach, dich zu sehen. Warum bist du denn nicht gekommen?« Ich sagte ihm nicht, dass man mich nicht hineingelassen habe. »Gott hat sich meiner erbarmt und ruft mich zu sich. Ich weiß, dass ich im Sterben liege.
Ich fühle aber zum ersten Male nach so vielen Jahren Freude und Frieden. Sogleich empfand ich auch das Paradies in meiner Seele, als ich nur eben erfüllt hatte, was nötig war. Jetzt wage ich es schon, meine Kinder zu lieben und sie zu küssen. Man glaubt mir nicht, und niemand hat mir geglaubt, weder meine Gattin noch meine Richter. Auch die Kinder werden das niemals glauben. Gottes Gnade erkenne ich darin gegenüber meinen Kindern. Ich werde sterben und mein Name wird für sie unbefleckt sein. Jetzt aber fühle ich Gott voraus. Mein Herz ist heiter wie im Paradiese. Ich habe meine Pflicht getan. Er kann nicht weitersprechen. Er ringt nach Atem, drückt mir heiß die Hand und blickt mit Feuer auf mich. Aber wir sprachen nur kurz miteinander. Seine Gattin ließ uns nicht aus den Augen. Gleichwohl gelang es ihm, mir zuzuflüstern: Erinnerst du dich noch daran, wie ich damals zum zweiten Male zu dir kam, um Mitternacht? Ich habe dir damals gesagt, du solltest dich daran erinnern. Weißt du auch, weswegen ich gekommen war? Ich war ja gekommen, um dich zu töten. Da bin ich denn nur so zusammengefahren. Ich ging damals von dir und in meiner Seele war es finster. Ich schweifte durch die Straßen und kämpfte mit mir selber. Und plötzlich ist ein solcher Hass gegen dich über mich gekommen, dass mein Herz das kaum ertragen konnte. Jetzt denke ich, hält er allein mich gebunden und ist mein Richter. Ich kann schon nicht mehr meiner morgigen Strafe entgehen, denn er weiß alles. Nicht, dass ich gefürchtet hätte, dass du mich anzeigen werdest. Daran dachte ich überhaupt nicht. Ich denke vielmehr, wie werde ich ihm nun in die Augen schauen, wenn ich nicht die Klage gegen mich erhebe? Und wenn du auch bis ans Ende der Welt gezogen, aber noch am Leben wärst, so wäre das einerlei. Unerträglich bleibt der Gedanke, dass du lebst und alles weißt und mich verurteilst. Ich hasste dich, als ob du die Ursache von allem und an allem schuld seist. Ich war damals zu dir zurückgekehrt. Ich entsinne mich, dass bei dir auf dem Tisch ein Dolchmesser lag. Wenn ich dich aber wirklich getötet hätte, wäre ich freilich gleichwohl verloren gewesen, wegen dieses Mordes, wenn ich auch nicht mein früheres Verbrechen gestanden hätte. Daran dachte ich aber überhaupt nicht und wollte ich auch nicht glauben in diesem Augenblick. Ich hasste dich nur und wollte mich an dir rächen für dies alles und das aus aller meiner Kraft. Gott hat aber den Teufel in meiner Seele niedergerungen. Wisse indes gleichwohl, dass du niemals dem Tode näher warst. Eine Woche später starb er. Sein Sarg geleitete die ganze Stadt zum Grabe. Der Oberpriester hielt eine tief empfundene Rede. Man beklagte die furchtbare Krankheit, die seinen Tagen ein Ziel gesetzt hatte. Die ganze Stadt erhob sich aber gegen mich, als man ihn beerdigt hatte, und man hörte sogar auf, mich zu empfangen. Freilich einige, anfangs nur wenige, dann aber immer mehr, begannen an die Wahrheit seiner Aussagen zu glauben, mir das Haus einzurennen und mich mit großer Neugier und Schadenfreude auszufragen, denn es liebt ja der Mensch den Fall des Gerechten und seine Schmach. Ich aber war schweigsam wie ein Grab und verließ auch bald die Stadt. 5 Monate später ward ich dann durch Gott den Herrn gewürdigt, einen festen und herrlichen Pfad zu betreten, und ich segnete den unsichtbaren Finger, der mich so deutlich auf diesen Weg gewiesen hatte. Des vielduldenden Knechtes Gottes Michael gedenke ich aber in meinen Gebeten täglich bis zum heutigen Tage. 3. Aus den Gesprächen und Belehrungen des Kreises Sosima. E. Etwas über den russischen Mönch und seine mögliche Bedeutung. Väter und Lehrer, was ist ein Mönch? In der aufgeklärten Welt wird in unseren Tagen dieses Wort bisweilen schon mit Spott ausgesprochen, bei einigen aber auch geradezu wie ein Schimpfwort. Und das immer mehr. Freilich, ja, freilich, auch unter den Mönchen gibt es viele Tagediebe, Wollüstlinge, liederliche und freche Bettler. Auf solche nun weisen die gebildeten Weltleute hin. Ihr seid demnach Faulenzer und unnütze Mitglieder der Gesellschaft. Ihr lebt von fremder Arbeit, ihr schamlosen Bettler. Und dabei gibt es doch unter den Mönchen so viele Demütige und Fromme, die nach Einsamkeit dürstet und nach feurigem Gebet in der Stille. Auf die weist man aber weniger hin und übergeht sie sogar völlig mit Stillschweigen. Und wie viele würden erstaunt sein, wenn ich sagen werde, dass von diesen Frommen, die es dürstet nach dem Gebet in der Einsamkeit, vielleicht noch einmal alles heil ausgehen wird für die russische Erde. Denn in Wahrheit sind sie in der Stille vorbereitet,
auf den Tag und die Stunde, den Monat und das Jahr. Das Bild des Heilands wird vorderhand bewahrt in aller seiner Verlassenheit, herrlich und unentstellt, in der Reinheit der Wahrheit Gottes, von den urältesten Aposteln, Märtyrern und Vätern. Und wenn es nötig sein wird, werden sie es der ins Schwanken geratenen Wahrheit der Welt vorhalten. Das ist ein großer Gedanke. Von Osten aus wird dieser Stern aufgehen. So denke ich vom Mönche. Und sollte das wirklich lügnerisch, sollte es wirklich hochmütig sein? Schaut doch nur hin. Ist denn nicht bei den Weltlichen und in der ganzen Welt, die sich über das Volk Gottes erhebt, das Angesicht Gottes und seine Wahrheit entstellt worden? Sie haben die Wissenschaft, aber mit der Wissenschaft ist nur das, was den Sinnen unterworfen ist. Die geistige Welt hingegen, der höchste Teil des menschlichen Wesens, ist völlig verneint. Und er ward sogar mit einer gewissen Feierlichkeit, ja mit Hass abgelehnt von ihnen. Er hat die Welt der Freiheit verkündet, besonders in der letzten Zeit. Aber was sehen wir denn in ihrer Freiheit? Nichts als eine einzige Knechtschaft und einen einzigen Selbstmord. Die Welt spricht ja, du hast Bedürfnisse, deshalb befriedige sie auch. Denn du hast ja genau die gleichen Rechte wie die reichsten und angesehensten Menschen. Hege nur keine Furcht davor, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Vermehre sie vielmehr noch. Das ist die heutige Lehre der Welt. Und darin erblicken sie auch die Freiheit. Was ist aber die Folge von diesem Rechte auf Vermehrung der Bedürfnisse? Bei den Reichen Vereinsamung und geistiger Selbstmord. Bei den Armen aber Neid und Mordsucht. Denn die Rechte hat man zwar gegeben, die Mittel aber, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, hat man noch nicht gegeben. Man versichert, dass die Welt sich immer mehr vereinigen, dass sie sich in eine brüderliche Gemeinschaft verwandeln wird, dadurch, dass man die Entfernungen verkürzt und die Gedanken durch die Luft übermittelt. O weh, glaubt doch nicht an eine solche Vereinigung der Menschen. Indem sie unter Freiheit die Vermehrung und rasche Befriedigung ihrer Bedürfnisse verstehen, verstümmeln sie ja ihre eigene Natur. Denn sie lassen ja in sich viele sinnlose und dumme Wünsche entstehen, törichte Gewohnheiten und albernste Einfälle. Sie leben nur, um einer den anderen zu hassen und der Wollust und der Eitelkeit zu frönen. Üppige Gastmähler, Ausfahrten, Equipagen, Rang, sklavisch Untergebene. Das alles wird schon für eine solche Notwendigkeit gehalten, dass man sogar sein Leben opfert, seine Ehre und seine Menschenliebe, um diese unentbehrlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und man tötet sogar einander, wenn man sie nicht befriedigen kann. Bei denen, die nicht reich sind, sehen wir ganz das Gleiche. Die Armen aber betäuben vorderhand noch Not und Neid in Branntwein. Bald werden sie sich aber statt an Branntwein am Blute berauschen. Dazu führt man sie ja hin. Nun frage ich euch, ist ein solcher Mensch wohl frei? Ich kannte einen Kämpfer für die Idee. Der pflegte mir selber zu erzählen, dass, als man ihm im Gefängnis den Tabak entzogen hatte, er dies derart qualvoll empfunden habe, dass er fast hinangegangen wäre und seine Idee verraten hätte, damit man ihm nur wieder Tabak gäbe. Und doch spricht ein solcher, ich werde gehen und für die Menschheit kämpfen. Nun, wohin will denn ein solcher gehen? Und wessen ist er überhaupt fähig? Höchstens einer raschen Tat, aber keinerlei Ausdauer. Und es ist auch nicht weiter erstaunlich, dass sie, statt die Freiheit zu erobern, in Knechtschaft verfielen und dass sie, statt der Bruderliebe und der Vereinigung aller Menschen zu dienen, im Gegenteil in Absonderung und Vereinsamung verfielen, wie mir in meiner Jugend mein geheimnisvoller Gast und Lehrer sagte. Deshalb erlischt aber auch in der Welt mehr und mehr der Gedanke, der Menschheit zu dienen, der Brüderlichkeit und der Einheit aller Menschen. Und tatsächlich begegnet man diesen Gedanken bereits mit Spott. Denn wie soll man seine Gewohnheiten aufgeben? Wohin wird jener Unfreie sich wenden, wenn er gewöhnt ist, so zahllose Bedürfnisse zu befriedigen, die er sich selber erst ausdachte? In der Vereinsamung ist er. Und was hat er mit dem Ganzen zu schaffen? So hat man es denn dahin gebracht, dass die Menschen immer mehr Reichtümer ansammelten, aber immer weniger Freude unter ihnen wohnt. Eine ganz andere Sache ist der Weg des Mönches. Über Gehorsam, Fasten und Gebet lacht man zwar, aber doch ist nur in ihnen der Weg gegeben zur echten und schon wahrhaftigen Freiheit.
Wenn ich ja überflüssige und unnütze Bedürfnisse von mir weise, wenn ich meinen selbstlieberischen und stolzen Willen durch Gehorsam demütige und geißle, so erreiche ich dadurch auch mit Gottes Hilfe die Freiheit des Geistes und mit ihr auch die geistige Freude. Wer aber von ihnen ist mehr imstande, einen großen Gedanken zu erleben und ihm dienen zu gehen? Der vereinsamte Reiche oder jener, der sich befreit hat von der Knechtschaft der Dinge und der Gewohnheiten? Dem Mönch macht man Vorwürfe wegen seines zurückgezogenen Lebens. Du hast dich zurückgezogen, um in Klostermauern deine Seele zu retten. Du hast dabei aber vergessen, brüderlich der Menschheit zu dienen. Wir wollen aber erst einmal sehen, wer mehr Eifer an den Tag legen wird für die Bruderliebe. Denn die Vereinsamung ist nicht bei uns, vielmehr bei ihnen. Sie sehen das nur nicht. Gerade von uns sind ja von alters her die Helfer des Volkes ausgegangen. Weshalb sollten sie aber auch jetzt nicht erstehen können? Ganz dieselben demütigen und frommen Faster und Schweiger werden sich erheben und zu einem großen Werke schreiten. Von seinem Volke wird Russland das Heil kommen. Das russische Kloster war aber von alters her mit dem Volke. Und wenn das Volk vereinsamt ist, so sind auch wir vereinsamt. Das Volk glaubt ja, was wir glauben. Der ungläubige Volksaufwiegler wird bei uns in Russland nichts ausrichten, mag er selbst von Herzen aufrichtig und an Geist genial sein. Das haltet wohl in eurem Gedächtnis. Das Volk wird auch dem Atheisten entgegentreten und ihn bekämpfen, und es wird das eine rechtgläubige Russland erstehen. Behütet aber das Volk und habet Acht auf sein Herz. In aller Stille erzieht es. Das ist euer Werk, ihr Mönche, denn das Volk trägt ja Gott in sich. F. Etwas von Herren und Dienern und davon, ob es möglich ist, dass Herren und Diener einander im Geiste Brüder werden können. Mein Gott, wer will es bestreiten? Auch im Volke ist Sünde. Die Flamme der Wollust nimmt sogar sichtbar zu. Jede Stunde und sie steigt nach oben. Auch im Volke wird Vereinsamung hereinbrechen. Wucherer und Halsabschneider werden auftreten. Schon begehrt ja der Kaufmann immer mehr Ehrenbezeigungen. Schon ist er bestrebt, sich als gebildet zu erweisen. Da er aber nicht die geringste Bildung besitzt, verachtet er, nur um sich den Anschein der Bildung zu geben, schmählich die alten Gebräuche und beginnt sich sogar des Glaubens seiner Väter zu schämen. Er fährt zu Fürsten zu Besuch und dabei ist er doch nur ein verdorbener Bauer. Das Volk ist in Fäulnis geraten durch seine Trunksucht und es kann schon nicht mehr ohne den Branntwein auskommen. Aber wie viel Rohheiten in der Familie, der Frau, ja sogar den Kindern gegenüber, entspringen der Trunkenheit. Ich sah in den Fabriken erst 19-jährige Kinder, kränklich, abgezehrt, gebeugt und schon verdorben. Dumpf ist der Arbeitsraum, die Maschine stampft. Den ganzen Gottestag hindurch gibt es aber nur Arbeit für sie, unzüchtige Worte und Branntwein, Branntwein. Ist es aber das, wessen die Seele eines noch so kleinen Kindchens bedarf? Nein, das Kindchen bedarf der Sonne, der Kinderspiele, von überall her eines lichten Beispiels, wenn auch nur eines ganz kleinen Tröpfchens Liebe. Ja, und es soll das auch nicht so sein, ihr Mönche, ja, es sollen auch gar nicht die Kinder misshandelt werden. Erhebt euch und predigt dies, nur rasch, rasch, es wird aber Gott, der Herr Russland, erretten. Denn wenn auch das einfache Volk vielfach verdorben ist, und sich schon nicht mehr der schmutzigen Sünde zu enthalten vermag, so weiß es aber gleichwohl, dass eine schmutzige Sünde von Gott verflucht ist und dass es übel tut und sündigt. Denn noch glaubt ja unser einfaches Volk, ohne schwankend zu werden, an die Gerechtigkeit, noch erkennt es Gott an und vermag in Rührung zu weinen. Nicht das gleiche gilt von den oberen Schichten. Jene wollen auf den Fußstapfen der Wissenschaft die Gerechtigkeit bei sich verwirklichen, lediglich auf dem Wege der Vernunft und bereits ohne Christus, wie ehedem. Und schon haben sie verkündet, dass es kein Verbrechen, dass es keine Sünde mehr gäbe. Ja, und das ist auch richtig nach ihren Voraussetzungen. Denn wenn du Gott nicht anerkennst, was für ein Verbrechen gibt es dann noch für dich? In Europa erhebt sich das Volk schon mit Gewalt gegen die Reichen und die Volksaufwiegler führen es überall zu Blutvergießen hin und lehren, gerecht sei seine Wut. Aber ganz im Gegenteil, verflucht ist seine des Volkes Wut, denn sie ist grausam. Russland indes wird der Herr erretten,
wie er es schon oftmals errettet hat. Vom einfachen Volke wird die Rettung ausgehen, von seinem Glauben und seiner Demut. Väter und Lehrer, bewahrt euch den Glauben an euer Volk. Und er ist kein Wahn. Mein ganzes Leben hindurch rührte mich die wundervolle und wahrhaftige Würde unseres großen Volkes. Selber habe ich sie erschaut. Selber kann ich Zeugnis ablegen von ihr. Ich sah und staunte. Ich erschaute sie ungeachtet sogar des Schmutzes seiner Sünden und des niedrigen Ansehens unseres Volkes. Nicht knechtisch ist es ja gesinnt, und das nach 200-jähriger Knechtschaft. Frei in Haltung und Tat, aber ohne jemand herauszufordern. Und nicht rachsüchtig ist unser Volk und auch nicht neiderfüllt. Du bist angesehen, du bist reich, du bist gescheit und begabt. Und möge es nur so sein, segne dich Gott. Ich ehre dich, aber ich weiß, dass auch ich ein Mensch bin. Dadurch aber, dass ich neidlos der Ehre erweise, gerade dadurch beweise ich aber auch vor dir meine Würde, meine menschliche Würde. In Wahrheit, wenn sie auch nicht so sprechen, denn sie verstehen noch nicht, solches auszudrücken, so verhalten sie sich doch so. Ich selber habe es gesehen. Ich selber habe es erlebt. Und glaubt mir, je ärmer und niedriger ein Mensch ist in unserem Russland, umso mehr lebt auch in ihm von dieser herrlichen Gerechtigkeit. Denn die Reichen unter ihnen sind Wucherer und Halsabschneider und in ihrer Mehrzahl bereits verdorben. Und viel, sehr viel fällt dabei auch unserem Mangel an Eifer und Achtsamkeit zur Last. Es wird aber der Herr die Seinen erretten, denn groß ist Russland durch seine Demut. Ich träume davon, unsere Zukunft zu erschauen, und es ist mir, als sähe ich sie schon deutlich voraus. Denn es wird dahin kommen, dass sogar der allerverdorbenste Geldsack bei uns sich schließlich vor dem Armen seines Reichtums schämen wird. Der Arme aber, wenn er diese Demut erschaut, sie verstehen, ihm beistimmen und mit Freude und Freundlichkeit antworten wird auf diese Gott wohlgefällige Scham. Glaubt mir, dass es schließlich dazu kommen wird. Alles weist ja darauf hin. Wenn erst in der geistigen Würde des Menschen Gleichheit sein wird, und das wird man nur bei uns begreifen. Wenn wir erst Brüder sein werden, so wird auch Brüderlichkeit herrschen auf Erden. Bevor sie aber sein wird, wird man niemals Hab und Gut miteinander teilen. Das Vorbild Christi bewahren wir, und es wird wie ein kostbarer Diamant der ganzen Welt erstrahlen. So möge es sein, so möge es sein. Väter und Lehrer, ich hatte einst ein rührendes Erlebnis. Auf einer Pilgerfahrt begegnete ich in der Gouvernementsstadt K. meinem früheren Burschen Afanasi. Es waren aber bereits 8 Jahre vergangen, seit ich mich von ihm getrennt hatte. Ganz zufällig erkannte er mich auf dem Markte. Er erkannte mich, lief zu mir heran und mein Gott, wie hat er sich gefreut! Er ist nur so auf mich losgestürzt. Väterchen, gnädiger Herr, sind Sie es denn auch? Ja, sehe ich denn wirklich Sie? Er führte mich in seine Wohnung. Er hatte bereits den Dienst verlassen, geheiratet, und es waren ihm schon 2 Kinderchen geboren worden. Er lebte mit seiner Frau von einem Kleinhandel auf dem Markte. Sein Zimmerchen war armselig, aber rein und freundlich. Er hieß mich niedersetzen, stellte die Teemaschine auf, schickte nach seiner Frau ganz so, als ob ich ihm einen Feiertag bereitet habe dadurch, dass ich bei ihm erschienen war. Er führte mich auch seinen Kinderchen zu. Segnen Sie sie, Väterchen. Soll ich sie segnen? Antwortete ich ihm. Ich bin ja nur ein einfacher und demütiger Mönch. Ich werde zu Gott für sie beten. Für dich aber, Afanasi Pavlovich, bete ich immer, jeden Tag, von jenem selben Tage an zu Gott. Denn von dir, sage ich, ist alles ausgegangen. Und ich erklärte ihm das so gut ich konnte. Was aber war das Ergebnis? Der Mann blickt auf mich und kann immer noch nicht begreifen, dass ich, sein früherer Offizier, ein gnädiger Herr, jetzt in solcher Gestalt und in solcher Kleidung vor ihm stehe. Er fing sogar zu weinen an. Worüber weinst du denn? Sage ich zu ihm. Du unvergesslicher Mensch, freue dich lieber über mich in deiner Seele, mein Lieber. Denn freudig und licht ist ja mein Weg. Viel sprach er nicht mit mir. Er seufzte nur immer und schüttelte in Rührung über mich sein Haupt.
Wo ist denn, so fragte er, Ihr Reichtum hin? Ich antwortete ihm, ich habe ihn dem Kloster gegeben und wir leben dort in Gütergemeinschaft. Nach dem Tee begann ich von ihnen Abschied zu nehmen und plötzlich gab er mir einen halben Rubel als Opfer für das Kloster. Noch einen halben Rubel aber, sehe ich, steckte mir verstohlen in die Hand und spricht hastig. Das wird schon Ihnen, spricht er, einem wandernden Pilgersmann, vielleicht einmal nötig sein, Väterchen. Ich nahm seinen halben Rubel an, verneigte mich vor ihm und vor seiner Gattin und ging erfreut von dann. Und ich denke mir unterwegs, jetzt werden wir wohl beide, er bei sich zu Hause und ich auf meiner Wanderung, seufzen, ja, und dabei freudig lächeln. In der Freude unseres Herzens werden wir unser Haupt schütteln und daran denken, wie Gott uns einander begegnen ließ. Und von da an habe ich ihn nicht mehr wiedergesehen. Ich war sein Herr gewesen und er mein Diener. Jetzt aber, als wir erst einmal liebevoll und in geistiger Rührung uns umarmt hatten, hatte zwischen uns eine große menschliche Vereinigung stattgefunden. Darüber habe ich dann wirklich viel nachgedacht. Jetzt aber denke ich darüber so. Ist wirklich dem Geiste so schwer zugänglich der Gedanke, dass diese große und seeleneinfache Vereinigung zu ihrer Zeit allüberall sich vollenden könnte unter unseren russischen Menschen? Und ich glaube daran, dass sie sich vollenden wird und dass die Fristen nahe sind. Über die Dienenden füge ich noch Folgendes hinzu. Vordem, als ich ein Jüngling noch war, geriet ich auf den Zorn über die Dienstboten. Die Köchin hatte das Essen zu heiß aufgetragen oder der Bursche hatte meine Kleider nicht gereinigt. Es erleuchtete mich damals aber plötzlich der Ausspruch meines lieben Bruders, den ich von ihm in meiner frühen Kindheit vernommen hatte. Bin ich es denn auch wert, dass mir ein anderer diene? Ich aber ihn, weil er arm und unerleuchtet ist, dahin und dorthin sende? Und damals hatte ich mich erstaunt. So spät stellen sich ja oft erst die allereinfachsten Gedanken, deren Wahrheit vor aller Augen liegt, in unserem Geiste ein. Ohne Dienende geht es nun einmal nicht auf der Welt. Handle aber so, dass dein Diener bei dir freier im Geiste sei, als wenn er nicht dein Diener wäre. Und weshalb kann ich denn eigentlich nicht meinem Diener ein Diener sein? Und das so, dass er dessen durchaus gewahr wird, und schon ohne irgendwelchen Stolz von meiner und ohne jedes Misstrauen von seiner Seite. Weshalb soll mir denn nicht mein Dienstbote wie ein Verwandter sein, so dass ich ihn schließlich völlig in meine Familie aufnehme und mich dessen freue? Sogar auch jetzt noch ist dies durchaus möglich. Es wird dies aber zur Grundlage dienen für die zukünftige, schon herrliche Vereinigung der Menschen, wenn der Mensch sich nicht mehr Dienende suchen und schon nicht mehr das Verlangen verspüren wird, seinesgleichen zu seinen Knechten zu machen, wie jetzt. Vielmehr im Gegenteil von ganzer Seele wünschen wird, selber allen ein Dienender zu sein, wie es das Evangelium gebietet. Und sollte es denn wirklich nur ein Traum sein, dass der Mensch schließlich seine Freude nur finden wird in den Taten der Aufklärung und des Mitleids, nicht aber in rohen Genüssen wie jetzt, in Völlerei, Wollust, Eitelkeit, Prahlerei und neidischem Überheben über seinesgleichen? Fest glaube ich daran, dass dies kein Traum die Zeit nahe ist. Wohl, fragt man höhnend, wann wird denn aber diese Zeit kommen? Und sieht es denn auch so aus, dass sie jemals kommen wird? Ich aber denke, dass wir mit Christi Hilfe dieses große Werk entscheiden werden. Und wie viele Gedanken sind heute auf der Erde in der Geschichte der Menschheit lebendig, die noch vor 10 Jahren undenkbar waren, sich aber plötzlich offenbarten, als für sie ihre geheimnisvolle Frist gekommen war. Und sich dann über die ganze Erde hin verbreiteten. So wird es auch bei uns sein, und es wird der Welt unser Volk voranleuchten. Und es werden dann alle Menschen sagen, der Stein, den die Bauenden beiseite warfen, ist zum Eckstein geworden. Die Spötter selber aber sollte man fragen, wenn ihr euren Plan habt, wann werdet ihr dann euren Bau aufführen und die Gerechtigkeit zu seiner Grundlage machen? Und das nur auf dem Wege der Vernunft, ohne Christus. Wenn sie aber auch behaupten, dass ganz im Gegenteil gerade sie auch zur Vereinigung aller Menschen schreiten, so glauben in Wahrheit daran nur die allernaivsten von ihnen. Und man kann sich sogar wundern über solche Naivität.
Tatsächlich haben sie mehr schöpferische Fantasie als wir. Wohl träumen sie davon, die Gerechtigkeit zur Herrscherin zu erheben, da sie aber Christus verwerfen, wird nichts anderes dabei herauskommen, als dass sie die Welt mit Blut besudeln werden. Denn Blut schreit nach Blut, und wer das Schwert sieht, der wird auch durch das Schwert zugrunde gehen. Und wenn ich die Verheißung Christi wäre, so würden sie auch so einander ausrotten, bis ihrer überhaupt nur noch zwei auf der Erde blieben. Ja, und auch diese beiden letzten Menschen würden es in ihrem Stolze nicht über sich gewinnen, einer den anderen im Zaume zu halten, sodass dann der Letzte erst den Vorletzten und dann sich selber vernichten würde. Und dazu wäre es auch schon gekommen, wenn nicht Christus verheißen hätte, dass um der frommen und demütigen Willen dieser Kampf sein Ende finden werde. Damals, als ich nach meinem Duell noch die Offiziersuniform trug, begann ich bereits in der Gesellschaft über die Dienstboten zu reden. Und alle, so erinnere ich mich, waren erstaunt über mich. Sollen wir denn, sprechen sie, das Dienstmädchen auf dem Sofa Platz zu nehmen bitten, ja, und dir den Tee bringen? Ich aber hatte ihnen damals geantwortet, weshalb denn nicht, wenn auch nur bisweilen? Da waren denn alle in Lachen ausgebrochen. Ihre Frage war unbedacht, meine Antwort unklar. Ich glaube aber dennoch, dass in ihr ein Körnchen Wahrheit lag. Geh. Über das Gebet, über die Liebe und die Berührung mit anderen Welten. Jüngling, vergiss nicht des Gebetes. Jedes Mal wird in deinem Gebete, wenn es nur aufrichtig ist, ein neues Gefühl aufschimmern und in ihm auch ein neuer Gedanke, den du vor dem nicht kanntest und der dir neuen Mut geben wird. Und dann wirst du auch begreifen, dass das Gebet eine Erziehung ist. Habe auch noch auf dieses Acht. An jedem Tage und wenn du überhaupt nur die Möglichkeit dazu hast, wiederhole für dich, Herr, erbarme dich aller, die heute vor dich hingetreten sind. Denn in jeder Stunde und in jedem Augenblick verlassen ja Tausende von Menschen ihr Leben auf dieser Erde und ihre Seelen treten dann vor den Herrn. Und so viele von ihnen haben die Erde verlassen in Einsamkeit, ohne dass irgendwer das wusste. Und in Kummer und Gram darüber, dass niemand über sie trauern werde und sogar überhaupt nur weiß, ob sie am Leben waren oder nicht. Und da erhebt sich vielleicht vom anderen Ende der Erde zum Herrn für die Seelenruhe eines solchen auch dein Gebet, wenn du ihn auch überhaupt nicht gekannt hast und auch er dich nicht kannte. So rührend ist es dann in seiner Seele, wenn sie in Furcht und Beben vor den Herrn trat, in diesem Augenblick zu fühlen, dass auch für ihn ein Fürbitter ist, dass ein menschliches Wesen zurückblieb auf Erden, das auch ihn liebt. Ja, und auch Gott selber wird gnädiger schauen auf euch beide. Denn wenn es schon dich seiner so sehr dauerte, und wie viel mehr wird er dann Mitleid haben, er, der doch unendlich mitleidiger und liebevoller ist als du. Und er wird ihm verzeihen um deinetwillen. Brüder, fürchtet euch nicht vor der Sünde der Menschen. Liebet den Nächsten auch an seiner Sünde, denn solches ist schon der Liebe Gottes ähnlich und steht über der Liebe auf Erden. Liebet die ganze Schöpfung Gottes, die ganze Welt und jedes Sandkörnchen auf Erden. Jedes Blättchen, jeden Lichtstrahl Gottes habe lieb. Liebet die Tiere, liebet die Pflanzen, liebet jedes Ding. Wenn du aber jedes Ding lieben wirst, dann wirst du auch das Geheimnis Gottes in den Dingen erfassen. Es wird dir dann einst aufgehen und du wirst es dann schon ohne Unterlass Tag für Tag immer mehr erkennen. Und du wirst dann endlich schon die ganze Welt lieb gewinnen in ihrer Einheit, mit einer Liebe, die das Weltall umfasst. Liebet die Tiere. Ihnen gab Gott ein Ahnen des Gedankens und eine ungetrübte, harmlose Freude. Die trübet ihn nicht, quält sie nicht und nehmt ihnen nicht die Lust am Dasein. Stellt euch nicht dem Gedanken Gottes entgegen. Mensch, überhebe dich nicht über die Tiere. Sie sind ja sündlos. Du aber, in aller deiner Herrlichkeit, bringst die Erde zum Eitern durch dein Erscheinen auf ihr und lässt eine Spur von Eiter hinter dir zurück. O weh, fast ein jeder von uns. Die Kinderchen liebet im Besonderen, denn auch sie sind sündlos, gleich Engeln, und sie leben zu unserer Rührung, zur Reinigung unserer Herzen und wie zur Belehrung für uns. Weh dem, der ein Kindlein beleidigte.
Mich selber aber lehrte Vater Anfim die Kinderchen lieben. Er, ein lieber Schweiger, kauft wohl, so kam es vor, auf unseren Pilgerfahrten für die Pfennige, die man uns gab, ihnen Honigküchlein und Zuckerzeug, verteilt er es an sie. Nicht vermochte er es ja, ohne gerührt zu sein, an den Kinderchen vorüberzugehen. So ein Mensch ist das. Vor manchen Gedanken wirst du in Ratlosigkeit stehen, besonders wenn du hinschaust auf die Sünde der Menschen, und du wirst dich fragen, soll man es mit Gewalt versuchen oder in demütiger Liebe? Entscheide du aber immer nur so. Ich werde es mit demütiger Liebe versuchen. Wenn du dazu entschlossen bist, ein für allemal, so wirst du auch die ganze Welt zu besiegen vermögen. Die liebevolle Demut ist ja eine Gewalt, die stärkste von allen, und es gibt nichts, was ihr an Macht gleich käme. An jedem Tage und zu jeder Stunde gehe in dich und schaue auf dich, damit dein Antlitz Gott wohlgefällig sei. Du bist da zum Beispiel an einem kleinen Kinde vorübergegangen. Du gingst zornig vorüber an ihm, mit einem hässlichen Wort auf den Lippen und mit wuterfüllter Seele. Da hast du vielleicht gar nicht einmal das Kind bemerkt. Es aber, es sah dich wohl. Und vielleicht ist ein abstoßendes und gottloses Bild in seinem wehrlosen Herzchen geblieben. Du hast es nicht gewusst. Aber gleichwohl hast du vielleicht so ein schlechtes Samenkorn in seine Seele gelegt. Und das wird sich am Ende noch gar entfalten. Und das alles nur, weil du dich nicht zusammennahmst vor dem Kindchen, weil du dich nicht zu umsichtiger, tätiger Liebe erzogst. Brüder, wohl ist die Liebe eine Erzieherin, man muss aber um sie ringen, und sie wird ja nur mit Mühe errungen und teuer bezahlt, mit langdauernder Mühe und erst nach langem Hoffen. Denn man muss ja die Menschen nicht nur für einen flüchtigen, zufälligen Augenblick lieben, vielmehr für die ganze Lebenszeit. Zufällig, flüchtig einen Menschen liebgewinnen, das vermag ja ein jeder, selbst der Missetäter. Ein Jüngling, mein Bruder, hat einst die Vöglein um Verzeihung gebeten, das erscheint auf den ersten Blick sinnlos, ist es aber keineswegs. Denn alles ist ja wie ein Weltmeer. Alles fließt und alles berührt sich. Du rührst an einer Stelle an und an einer anderen Stelle der Welt halt es wieder. Möge es aber auch sinnlos sein, die Vöglein um Verzeihung zu bitten, so wäre es doch zweifellos den Vöglein leichter in deiner Nähe und auch dem Kindchen und jedem Lebenden, wenn du selber Gott wohlgefälliger wärest, als du es jetzt bist, sei es auch nur mein einziges Tröpfchen mehr. Alles ist ja wie ein Weltmeer, ich wiederhole es. Hast du das begriffen? So wirst du auch zu den Vöglein flehen, gequält von einer Liebe, die alles in seiner Einheit mit Begeisterung umfasst. Und du wirst sie dann bitten, dass auch sie dir deine Sünde verzeihen mögen. Diese Begeisterung halte aber hoch und heilig, wie sinnlos sie auch dem Menschen erscheinen möge. Meine Freunde, bittet Gott um einen frohen Sinn. Seid sorglos wie die Kinder, wie die Vöglein des Himmels. Ja, und es möge euch auch nicht die Sünde der Menschen irre machen in eurem Tun. Fürchtet nicht, sie möchte euer Wollen hinfällig machen und seine Erfüllung im Wege stehen. Sprecht nicht, groß ist die Macht der Sünde, der Gottlosigkeit und der schlechten Umgebung. Wir aber, wir stehen allein, wir sind kraftlos und es wird uns die schlechte Umgebung in Schranken halten und unser edles Tun sich nicht vollenden lassen. Flieht, Kinder, solche Entmutigung. Eine einzige Rettung gibt es da für dich. Nimm dich und mache gerade dich verantwortlich für die ganze Sünde der Menschen. Mein Freund, das ist ja auch wirklich so, denn sobald du dich nur eben in voller Aufrichtigkeit verantwortlich bekennst, für alle und für alles, so wirst du auch schon allzugleich erschauen, dass dem tatsächlich so ist, und dass du auch schuldig bist für alles und für alle. Wenn du aber die Schuld an deiner eigenen Trägheit und deiner Machtlosigkeit auf die Menschen schiebst, wirst du bei teuflischem Stolze enden und gegen Gott murren. Über den teuflischen Stolz denke aber so. Schwer ist es für uns auf Erden, ihn zu erkennen, und deshalb irren wir uns auch da so leicht und sind ihm, dem teuflischen Hochmut, bereits verfallen. Und glauben dabei noch, dass wir so etwas Erhabenes und Schönes vollenden, ja, und auch viele von den allermächtigsten Gefühlen und Erregungen unserer Seele
vermögen wir vorderhand auf Erden nicht zu begreifen. Lasse dich aber auch dadurch nicht verführen und glaube nicht, dass dir dies in irgendetwas zur Rechtfertigung dienen kann. Denn es wird dir der ewige Richter von dir nur das verlangen, was du zu begreifen vermochtest, nicht aber das, was dir verschlossen war. Davon wirst du dich selber überzeugen, denn dann wirst du alles in seiner Richtigkeit erschauen und schon nicht mehr streiten können. Auf Erden ist es aber in Wahrheit so, als ob wir da nur umherirren, und wäre dann nicht vor uns das teure Bild Christi, so würden wir zugrunde gehen und völlig in die Irre geraten, wie es dem Menschengeschlechte beschieden war vor der Sintflut. Vieles auf Erden ist vor uns verborgen. Als Ersatz dafür ward uns aber ein geheimnisvolles, heimliches Ahnen gegeben, eines lebendigen Bandes zwischen uns und einer anderen Welt, einer erhabenen und höchsten Welt. Ja, und auch die Wurzeln unserer Gedanken und Gefühle sind nicht hier, vielmehr in anderen Welten. Das ist es auch, weshalb die Philosophen sagen, man könne das Wesen der Dinge auf Erden nicht erfassen. Gott nahm Samenkörner aus anderen Welten und säte sie auf diese Erde, und es erwuchs sein Garten, und es ging alles auf, was aufgehen konnte. Das Aufgegangene lebt aber und ist lebendig nur dadurch, dass es mit anderen, geheimnisvollen Welten in Berührung zu stehen sich bewusst wird. Wenn aber dieses Gefühl in dir schwach wird oder gar stirbt, dann stirbt auch das, was in dir aufgegangen war. Dann wirst du gegen das Leben gleichgültig werden und es sogar hassen. So denke ich darüber. Ha! Kann man Richter sein über seinesgleichen? Über den Glauben bis ans Ende. Sei besonders dessen eingedenk, dass du niemandes Richter zu sein vermagst. Denn es kann ja auf Erden niemand Richter sein über einen Verbrecher, bevor nicht dieser Richter selber eingesteht, dass er auch genauso ein Verbrecher ist wie der, der vor ihm steht. Und dass vielleicht gerade er mehr als alle anderen Schuld trägt an dem Verbrechen dessen, der vor ihm steht. Wenn er aber dies einsehen wird, dann wird er auch Richter sein können. Das ist keineswegs sinnlos, wie sehr es auch sinnlos zu sein scheint. Denn wäre ich ja selbst ein Gerechter, so würde vielleicht der Verbrecher, der vor mir steht, kein Verbrecher sein. Wenn du es vermagst, das Verbrechen des vor dir stehenden und von dir in deinem Herzen verurteilten Verbrechers auf dich zu nehmen, so nimm es ohne Zögern auf dich und leide selber für ihn. Ihn aber entlasse ohne jeden Vorwurf. Und wenn sogar das Gesetz selber dich zum Richter dieses Verbrechers bestellt hätte, so wirke du auch dann, soweit es dir nur möglich sein wird, in diesem Geiste. Denn der Verbrecher wird ja gehen und sich selber noch bitterer anklagen, als du es tatest. Wenn er aber auch weggehen wird mit deinem Kusse, ohne irgendetwas zu empfinden und über dich spottend, so lass dich auch nicht dadurch irre machen. Das heißt doch nur, seine Frist ist noch nicht gekommen. Sie wird aber kommen zu ihrer Zeit. Wird sie aber auch nicht kommen, so ist auch das kein allzu großes Unglück. Wird nicht er, so wird dafür ein anderer an seiner Stadt zur Erkenntnis gelangen und leiden, sich selber richten und sich selber schuldig sprechen, und die Gerechtigkeit wird so erfüllt sein. Glaube an dies, glaube daran, ohne je zu verzweifeln. Denn gerade darin liegt ja auch die ganze Zuversicht und der ganze Glaube der Heiligen. Glaube ohne Unterlass, handle so. Wenn du dich erinnern wirst zur Nachtzeit, wenn du im Einschlafen bist, ich habe nicht das verrichtet, was nötig war, so stehe sogleich auf und verrichte es. Wenn um dich herum böse und teilnahmslose Menschen sind und dich nicht anhören wollen, so falle vor ihnen nieder und bitte sie um Verzeihung. Denn in Wahrheit bist auch du daran schuld, dass sie dir nicht zuhören wollen. Wenn sie aber so erzürnt sind, dass du schon nicht mehr mit ihnen reden kannst, so diene ihnen schweigend und in Demut und verliere niemals die Hoffnung. Wenn aber auch alle von dir weichen und schon mit Gewalt dich vertreiben werden, und wenn du dann ganz allein geblieben bist, so falle zur Erde nieder und küsse sie und benetze sie mit deinen Tränen, und es wird die Erde Frucht ersprießen lassen aus deinen Tränen, wenn dich auch niemand sah und hörte in deiner Einsamkeit. Sei gläubig bis ans Ende, wenn es sogar so kommen würde, dass alle auf der Erde vom rechten Pfade weichen und du nur allein gläubig bleibst. Bringe du auch dann dem Herrn Opfer dar und preise ihn.
du, der du allein mit ihm treu bliebst. Wenn aber nur noch einer sich mit dir vereint, so ist da auch schon die ganze Welt der lebendigen Liebe. Umarmt einander darum in Rührung und lobet den Herrn. Denn wenn euer auch nur zwei sind, so hat sich doch seine Gerechtigkeit erfüllt. Wenn du aber selber der Sünde verfällst und betrübt sein wirst, sogar bis zum Tode über deine Sünden oder über deine plötzliche Sünde, so freue dich dennoch über den anderen, freue dich über den Gerechten. Freue dich darüber, dass wenn auch du sündigtest, er dafür gerecht ist und nicht der Sünde verfiel. Wenn dich aber die Missetat der Menschen mit Unwillen erfüllt und mit einem solchen Gram, dass du gegen ihn schon nicht mehr anzukämpfen vermagst, und sogar der Wunsch in dir aufkommt, Rache zu nehmen an den Übeltätern, so fürchte mehr als alles andere diese Regung. Gehe dann sogleich und suche dir Qualen auf, gleich als ob du selber schuldig wärest an dieser Missetat der Menschen. Nimm diese Qualen auf dich und halte aus, und es wird dein Herz zur Ruhe kommen. Und du wirst begreifen, dass auch du selber schuldig bist. Denn du hättest ja den Missetätern voranleuchten können, als einziger Sündenlose, und du hast das nicht getan. Wenn du ihm aber geleuchtet hättest, so hättest du mit deinem Lichte auch anderen den Weg erhellt. Und der, der die Missetat verübte, würde sie vielleicht gar nicht verübt haben bei deinem Lichte. Wenn du aber auch leuchtest in Gerechtigkeit, und dabei sehen wir es, dass die Menschen auch nicht bei deinem Lichte sich zum Heile wenden, so bleibe dennoch fest und zweifle niemals an der Kraft des himmlischen Lichtes. Sei vielmehr überzeugt davon, dass, wenn die Menschen auch jetzt noch ihre Rettung zuschritten, sie sich doch später retten werden. Wenn sie sich aber auch nicht später retten werden, so werden sich doch ihre Söhne retten, denn es wird ja nicht sterben, dein Licht, wenn du auch längst schon gestorben sein wirst. Der Gerechte geht von hinnen, sein Licht aber wird bleiben. Es finden die Menschen Rettung durch den Rettenden auch nach dessen Tode. Das Menschenvolk nimmt zwar nicht seine Propheten auf, ja, es bereitet ihnen Martern und Qualen, es lieben aber die Menschen ihre Märtyrer und ehren die, die sie foltern. Du aber arbeitest ja für das Ganze, für das Kommende wirkst du. Nach Belohnung strebe aber niemals, denn auch ohne dies wird dir ja schon eine große Belohnung auf dieser Erde, deine geistige Freude, die nur der Gerechte erwirbt. Fürchte du weder die Angesehenen noch die Mächtigen dieser Welt. Sei aber weise und immer Gott wohlgefällig. Lerne Maß halten, lerne dich gedulden, übe dich darin. So oft du aber in der Einsamkeit weilst, so gib dich dem Gebete hin. Gewöhne dich daran, zur Erde niederzufallen und sie zu küssen. Die Erde küsse und liebe sie ohne Unterlass und unersättlich. Alle liebe du, alles liebe du. Suche dieses Entzücken auf und dieses außer dir geraten. Benetze die Erde mit den Tränen deiner Freude, liebe diese deine Tränen und schäme dich nicht deiner Verzückung. Halte sie vielmehr hoch und heilig, denn sie ist eine Gabe Gottes, eine große ja, und nicht vielen wird sie gegeben, vielmehr nur den Auserwählten. I. Von der Hölle und dem höllischen Feuer. Eine mystische Betrachtung. Väter und Lehrer, ich frage euch, was ist die Hölle? Ich meine so, das Leiden darüber, dass man schon nicht mehr lieben kann. Einst ward in dem endlosen Sein, das weder an Zeit noch an Raum gemessen werden kann, einem gewissen geistigen Wesen mit seinem Erscheinen auf dieser Erde die Fähigkeit gegeben, sich zu sagen, ich bin ich und ich liebe. Einmal, nur ein einziges Mal war ihm ein Augenblick gegeben worden, einer tätigen Liebe. Einer lebendigen, und nur dafür war das Leben auf der Erde geschaffen worden, und mit ihm Zeit und Raum. Und wie denn? Es verschmähte jenes glücksgesegnete Wesen diese unschätzbare Gabe. Es vermochte sie nicht zu würdigen. Es erlebte keine Liebe. Es schaute voll Hohn und blieb teilnahmslos. Wenn nun ein solches Wesen schon die Erde verlassen hat, erblickt es auch den Schoß Abrahams, und redet mit Abraham, wie es uns überliefert ward im Gleichnis vom reichen Manne und dem armen Lazarus, und betrachtet das Paradies und kann zu Gott aufsteigen.
Aber gerade darum quält es sich auch, dass es zu Gott eingehen wird, ohne selber geliebt zu haben, dass es in Berührung kommen wird mit solchen, die in Liebe gelebt haben und die es selber verachtet hatte. Denn es schaut klar und sagt sich selber, jetzt bereits besitze ich viel Wissen, und wann es mich auch danach dürstete zu lieben, so wird aber doch schon kein Wagnis mehr sein in meiner Liebe. Und es wird auch kein Opfer in ihr mehr sein. Denn abgeschlossen ist ja das Erdenleben. Und es wird schon nicht Abraham zu mir kommen, um auch nur mit einem Tröpfchen lebendigen Wassers, das heißt wiederum mit einer Gabe des Erdenlebens, des Früheren und Tätigen, die Flamme meines Durstes nach geistiger Liebe zu löschen, an der ich jetzt entflammt bin, nachdem ich sie auf der Erde verschmäht habe. Nein, es wird nicht mehr Leben und Zeit sein. Und wenn ich jetzt auch froh wäre, mein Leben hinzugeben für andere, so ist das schon unmöglich, denn vorüber ging ja jenes Leben, das man der Liebe zum Opfer bringen konnte. Und jetzt klafft bereits ein Abgrund zwischen jenem Leben und diesem Sein. Man spricht von einer Höllenflamme im wirklichen Sinn. Ich gehe diesem Geheimnis nicht nach und hege heilige Scheu vor ihm. Ich glaube aber, dass, wenn es da auch eine Flamme in wörtlichem Sinne geben sollte, die Verdammten in Wahrheit darüber froh sein würden. Denn so denke ich mir, in der körperlichen Qual würden sie, wenn auch nur auf einen Augenblick, diese furchtbarste Seelenqual vergessen. Ja, und es ist auch ganz unmöglich, ihnen diese Seelenqual zu nehmen, denn sie kommt gar nicht von außen, sie ist vielmehr in ihnen. Wenn es aber auch möglich wäre, ihnen diese Qual zu nehmen, so würden sie, glaube ich, dadurch nur noch bitterer ihr Unglück empfinden. Denn wenn ihnen auch die Gerechten aus dem Paradiese verzeihen würden, in der Vorstellung ihrer Qualen, und sie zu sich rufen würden in unendlicher Liebe, so würden sie aber gerade dadurch noch mehr die Leiden der Verdammten vermehren. Denn sie würden ja noch heftiger in ihnen die Flamme des Durstes schüren nach antwortender, tätiger und dankbarer Liebe, die nun schon unmöglich ist. In der Schüchternheit meines Herzens meine ich freilich, dass allein schon die Erkenntnis dieser Unmöglichkeit ihnen endlich auch noch zur Erleichterung dienen würde. Denn wenn sie die Liebe der Gerechten aufnahmen im Bewusstsein ihrer Unfähigkeit, sie zu erwidern, so werden sie in dieser Ergebenheit und in der Verwirklichung solcher Demut schließlich gewissermaßen eine Vorstellung gewinnen von jener tätigen Liebe, die sie auf Erden verschmähten. Und sie werden dann auch eine Wirkung erleben, die der jener wenigstens ähnlich ist. Ich bedauere, ihr meine Brüder und Freunde, dass ich das nicht klar auszudrücken vermag. Wehe aber denen, die sich selber auf Erden vernichteten. Wehe den Selbstmördern. Ich glaube, dass es schon niemanden geben kann, der unglücklicher wäre als sie. Sünde sei es ja, verkündet man uns, für sie zu Gott zu beten. Und es ist so, als ob die Kirche sie, äußerlich wenigstens, von sich stößt. Ich aber denke mir in dem Geheimen meiner Seele, dass man auch für sie beten darf. Wegen eines Übermaßes an Liebe wird doch wohl Christus nicht zürnen. Gerade für die Selbstmörder habe ich auch in der Tiefe meiner Seele mein ganzes Leben hindurch gebetet. Dieses beichte ich euch. Väter und Lehrer, ja, und auch jetzt noch bete ich jeden Tag für sie. Oh, aber es gibt auch solche, die in die Hölle eingingen, stolzen und zornigen Geistes. Ungeachtet dessen, dass die unabwendbare Wahrheit für sie außer allem Zweifel steht und sie eine lebendige Vorstellung von ihr haben. Es gibt eben Unselige, die sich mit Leib und Seele dem Satan anschlossen und dem stolzen Geiste. Für jene ist die Hölle schon eine selbstgewollte und eine, an der sie sich nicht ersättigen können. Sie sind ja schon aus freiem Willen Dulder. Denn sich selbst verfluchten sie ja, als sie Gott und das Leben verfluchten. Von ihrem bösen Hochmut nähren sie sich. Und das ist ebenso, als wenn der Verschmachtende in der Wüste sein eigenes Blut aus seinem eigenen Körper zu saugen begänne. Sie sind aber unersättlich in alle Ewigkeit hinein. Sie verschmähen die Verzeihung und verfluchen Gott, der sie ruft. Einen lebendigen Gott vermögen sie sich ja nicht vorzustellen, ohne Hass. Und sie wollen deshalb, dass es keinen lebendigen Gott geben solle. Dass Gott sich selber vernichten solle und seine Schöpfung. Und sie werden brennen im Feuer ihres Zornes ewiglich. Und sie werden dürsten nach Tod und Nichts sein. Sie werden aber den Tod nicht erlangen.
Hier endigt die Aufzeichnung des Alexei Fjodorowitsch Karamasow. Ich wiederhole es. Sie ist nicht vollständig. Sie ist fragmentarisch geblieben. So umfassen zum Beispiel die biografischen Mitteilungen nur die erste Jugendzeit des Greises. Aus seinen Belehrungen aber und von seinen Ansichten ist solches, was augenscheinlich zu verschiedenen Zeiten und infolge verschiedener Anlässe gesagt ward, zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefügt. Gleichwohl ist auch das, was der Greis in diesen letzten Stunden seines Lebens eigentlich verkündete, nicht mit Genauigkeit wiedergegeben. Vielmehr nur im Begriff zu geben versucht worden, von dem Geist und dem Charakter auch dieser Unterhaltung, im Vergleich zu dem, was in der Aufzeichnung des Alexei Fjodorowitsch aus früheren Belehrungen angeführt ward. Das Ende des Greises erfolgt dabei tatsächlich völlig unerwartet. Denn wenn auch alle, die sich an diesem letzten Abend bei ihm eingefunden hatten, durchaus begriffen, dass sein Tod nahe sei, so konnten sie gleichwohl nicht ahnen, dass er so plötzlich eintreten werde. Im Gegenteil waren, wie ich bereits weiter oben bemerkte, seine Freunde, da sie ihn in dieser Nacht dem Anschein nach so munter und gesprächslustig erblickten, sogar durchaus davon überzeugt, dass in seiner Gesundheit eine merkliche Besserung vor sich gegangen sei, wenn auch nur auf eine kurze Zeit. Sogar noch 5 Minuten vor seinem Tode war, wie sie mit Staunen später berichteten, noch gar nichts vorauszusehen. Es war plötzlich so, als ob er einen äußerst heftigen Schmerz in seiner Brust empfinde. Er erbleichte und presste die Hand ans Herz. Alle erhoben sich da von ihren Sitzen und drängten sich an ihn heran. Er aber, in allen seinen Leiden immer noch mit einem Lächeln auf sie hinblickend, ließ sich leise von seinem Sessel auf die Knie nieder. Dann neigte er sich mit seinem Antlitz zur Erde, breitete seine Arme aus und, indem er gleich wie in freudigem Entzücken die Erde küsste und betete, wie er selber gelehrt hatte, gab er leise und freudig seine Seele Gott zurück. Die Nachricht von seinem Tode verbreitete sich sogleich in der Einsiedelei und erreichte das Kloster. Von den dem eben verschiedenen Nächststehenden begann die, denen es ihrem Range nach zukam, nach uraltem Zeremoniell sein Leib aufzubahren. Die ganze Brüderschaft aber versammelte sich in der Hauptkirche des Klosters. Und noch vor Tagesgrauen hatte, wie es später in Kund ward, die Nachricht von dem eben vor Gott hingetretenen die Stadt erreicht. Gegen Morgen sprach fast die ganze Stadt von dem Ereignis, und die Bürger strömten in Scharen ins Kloster. Doch davon werden wir erst im folgenden Buch erzählen. Jetzt aber wollen wir nur im Voraus bemerken, dass, bevor noch dieser Tag vergangen war, sich etwas zutrug, das niemand erwartet hatte, und dass innerhalb der Klostermauern und in der Stadt eine derartig seltsame Aufregung und Ratlosigkeit hervorrief, dass noch bis auf den heutigen Tag, nachdem doch schon so viele Jahre vergangen sind, in unserer Stadt sich die allerlebendigste Erinnerung erhalten hat von jenem für viele so aufregenden Tage.